Herr Professor Steinmach hat ja Sie schon hier öffentlich begrüßt. Also ich freue mich auch, dass so viele in Präsenz wieder da sind. Für die, die mich nicht kennen, ich bin die Zweite, die mit auf der Einladung stand. Mein Name ist Gott Sietze von der DCCV. Genau. Ich habe auch noch eine kleine Präsentation. Die ist schon auf dem Rechner drauf. Genau. Danke. Klare Anweisungen erleichtern das Arbeiten. So, wunderbar. Ich hoffe, dass das jeder auch sehen kann, wie ich mich höre. Ist es eigentlich klar verständlich? Genau. Also für unsere Online-Teilnehmer möchte ich natürlich nicht im Bild stehen. Deswegen möchte ich Ihnen kurz die DCCV vorstellen. Das dauert knapp 10 Minuten. Danach kommen wir dann zu den interessanteren Themen des Tages. Genau. Also wie gesagt, ich bin von der Deutschen Kronkolitis-Vereinigung. Das ist eine Selbsthilfevereinigung für Patienten mit Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, primär sklerosierende Cholangitis und ganz neu jetzt ein Arbeitskreis mit mikroskopischen Colitiden, die wir mit aufgenommen haben. So, unser Verein wurde 1982 als ehrenamtlicher Verein gegründet. Wir haben heute 23.000 Mitglieder. Wir arbeiten in 13 Landesverbänden zusammen, haben 11 Arbeitskreise, die ich Ihnen gleich nochmal näher erläutern werde. Unser Vorstand ist genauso wie wir Ehrenamtliche selbst betroffen. Wir haben insgesamt über 80 Engagierte bundesweit und in unserer Geschäftsstelle in Berlin arbeiten 12 hauptamtliche Mitarbeitende. Nee. Genau. Also unsere Arbeitskreise sind CED und Stoma, Ernährungstherapie, unsere Kind-Eltern-Initiative. Zudem haben wir einen Arbeitskreis Komplementärmedizin, Pouch, PSC, Senioren, Sozialrecht, Studieren mit CED, Youngstern und der Gruppe, wo ich leider schon zugehöre, Ü30, TOFI, also Too Old for Youngsters. Genau. In unserem Beirat arbeiten oder wir werden unterstützt durch einen ehrenamtlichen Beirat wie Herr Professor Dr. Steinmach und anderen Wissenschaftlern und Ärzten, die uns natürlich immer auf dem Laufenden halten rund um das Thema CED. Wir fördern die Forschung rund um unsere Erkrankung. Geben mir ein Zeichen, ich krieg dann Ah, es hat funktioniert das letzte Mal. Genau. Ich mache noch einmal zurück. Genau. Und wir möchten natürlich unsere Erkrankung in die Öffentlichkeit bringen, damit das Stigma auch ein bisschen abgebaut wird, was damit verbunden ist. Was tun wir? Wir verbreiten Informationen, wir beraten Patienten und Angehörige. Wie gesagt, wir fördern die Forschung, wir arbeiten mit Experten rund um das Thema CED zusammen. Wir wollen unsere Krankheiten publik machen und wir haben eine Interessenvertretung in der Politik und in der Wissenschaft. Genau, wir werden eben durch unsere Selbstbetroffenheit also nochmal von vorne. Unsere ehrenamtliche Leitung ist natürlich selbst betroffen, wie ich Ihnen anfangs schon sagte. Wir sind natürlich auch offen für anderes freiwilliges Engagement, fernab von jeglichen zeitlichen Budget. Das kann man sich selber einteilen. Wir beraten natürlich aufgrund unserer eigenen Betroffenheit und deswegen aus unserer eigenen Perspektive und durch Fachleute.
Wir sind unabhängig von der Pharmaindustrie. Das heißt, wir möchten ihnen keine Medikamente aufschwatzen oder Nahrungsergänzungsmittel, sondern wir arbeiten nur mit wissenschaftlich fundiertem Material. Das bekommen Sie, wenn Sie bei uns Mitglied werden. Unser Bauchredner, das ist unser Mitgliedsjournal, das kommt viermal im Jahr. Dann, da sind immer ganz tolle aktuelle Themen drin. Genau, die können Sie auch die vergangenen alle kostenlos nachbestellen, falls Sie Interesse haben, wenn Sie das ein oder andere Thema noch brennend interessiert, das gibt es dann kostenlos zum Nachbestellen. Wir haben eine chirurgische, eine gastroenterologische und eine kindergastroenterologische Sprechstunde für unsere Mitglieder. Die Termine und Telefonnummern erhalten Sie in unserer Geschäftsstelle. Dann kann man mal sagen, ich habe das und das Problem, können Sie mir da weiterhelfen? Das findet ist eigentlich eine ganz tolle Angelegenheit. Dann haben wir eine Rechtsschutzversicherung für unsere Mitglieder. Das heißt, alles um das Thema Morbus Crohn, Colitis ulcerosa, wenn es um die Rente geht, um den Grad der Behinderung, um Arbeitsplatzverlust, das ist mit abgesichert. Dazu stehen Ihnen unsere Mitglieder des Arbeitskreises zur Verfügung. Und natürlich können Sie auch das Ganze postalisch und per E-Mail an uns schicken, wenn Sie Anfragen haben. Dann können Sie über uns den Euro-Toilettenschlüssel beziehen. Das ist eine ganz tolle Sache. Wenn es mal wieder schnell gehen muss, wir kennen das alle, dann kann man mit diesem Schlüssel die Behindertentoiletten benutzen. Das funktioniert auch im Ausland. Also ich war dieses Jahr in Kroatien, da hat es funktioniert, Slowenien, Österreich, nur super Erfahrungen damit gemacht. Genau, den können Sie ohne zusätzlichen Nachweis bei uns bestellen, sofern Sie Mitglied sind. Und wir haben noch ganz viele Informationen auf unserer Internetseite. Dann ist ein großer Teil natürlich frei zugänglich, aber unsere Mitglieder haben dann nochmal einen kleinen Obolus dazu. Die kommen noch ein bisschen an andere Sachen dran. Genau, dann haben wir eine professionelle psychologische und sozialrechtliche Beratung. Wir vermitteln Kontakt zu Selbsthilfegruppen, Ärzten, Reha-Kliniken und so weiter und so fort. Und wir haben natürlich auch für unsere verschiedenen Gruppen ganz spezielle Angebote. Also sei es von einem Kindernachmittag oder einem Kinderwochenende über aktiven Treffen, wo wir uns als Aktive austauschen. Genau, das alles haben wir im Angebot. Wir vertreten unsere und ihre Interessen in Politik und in verschiedenen Bundesausschüssen. Wir arbeiten in der Öffentlichkeit, über unsere Krankheit aufzuklären. Und wir unterstützen natürlich die Forschung. Dazu haben wir Informationen auf unserer Facebook-Seite, auf unserem YouTube-Kanal und recht neu, was heißt recht neu, schon ein Jahr am Laufen, auf unserer Instagram-Seite. Da würden wir uns natürlich über Follower freuen. Da kriegen Sie auch, wie heute zum Beispiel, die Einladung gleich auf Ihrem Bildschirm angezeigt. Aber auch andere Informationen rund um Reisen oder Erfahrungsberichte etc. pp. Genau, und wir haben ganz frisch im Angebot einen Podcast. Das ist einfach ausgedrückt wie ein Hörbuch. Das hat unser Landesverband Berlin-Brandenburg angefangen. Und mittlerweile gibt es da ganz viele verschiedene Themen aus Betroffenensicht, aber auch mit Ärzten und anderen interessanten Persönlichkeiten, wo man wirklich interessante Geschichten hört. So, Herr Stahlmach, jetzt haben Sie mich hier raus. Entschuldigung. So, jetzt geht's wieder. Genau, also, Mitglied werden lohnt sich, denn zusammen sind wir stärker. Sie können natürlich auch gern ehrenamtlich in Arbeitskreisen, Landesverbänden oder als Patientenvertreter mitarbeiten und wir würden uns natürlich über eine Spende freuen, natürlich wie unser Mitgliedsbeitrag. Kommt hier durch.
Das war jetzt schon meine Zeit. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Fragen sind, stehe ich gerne nach der Veranstaltung mit meinem Kollegen zur Verfügung. Muss eigentlich hier muss mehr weg als da dann, ne? Wenn wir sie so kippen wollen. Also. Oder? Ach nee, dann ist es ja oben links wieder zu viel, ne? Katja hat gedacht, wir machen. So. Achtung, der Nutzer namens Gundula ist nicht stumm geschaltet. Das ist richtig. Ich habe sie stumm geschaltet, weil durcheinander gesprochen wurde und wir hier im Hörsaal gar nichts mehr verstanden haben. Wir können das aber so machen, dass Sie Ihre Stummschaltung, wenn Sie etwas fragen möchten, aufheben und Sie dann Ihre Frage formulieren. Wer hat denn jetzt hier aus dem Hörsaal oder aus dem Auditorium, aus dem virtuellen Auditorium eine Frage an Frau Gottsitze? Jetzt sind alle stumm geschaltet. Also das klappt auch wunderbar in Präsenz, wie man merkt. Man muss nur einmal auf den Knopf drücken. Dann ist auch die realen Menschen stumm geschalten. Genau. Aber ich glaube, im persönlichen Gespräch am Stand mit einer Tasse Kaffee kann man dann vielleicht noch das ein oder andere so klären. Also wie gesagt, in der Pause und nach der Veranstaltung stehe ich gerne noch zur Verfügung. Und jetzt gebe ich natürlich gerne zu Professor Dr. Stallmach ab und danke mich schon mal, dass Sie so zahlreich virtuell und in Präsenz erschienen sind. Ja, vielen Dank, Frau Gottsitze. Ich würde das gerne noch mal verstärken. Ich bin ja seit vielen Jahren, mehr als 30 Jahren mit der DCCV verbunden durch die Tätigkeit im Herzlichen Beirat. Und ich habe immer wieder erlebt, dass das Gespräch zwischen Betroffenen ein anderes ist als zwischen Betroffener und Arzt oder Ärztin. Auch für Eltern ist der Austausch durchaus wichtig. Von daher denke ich, dass diese Selbsthilfeorganisation ein ganz kompetenter Ansprechpartner für Sie ist. Und alle, die nicht Mitglieder sind, lege ich sehr ans Herz, dass Sie in die DCCV eintreten. Die Vorteile hat Ihnen Frau Gottsitze genannt, unter anderem auch die sozialrechtliche Beratung. Auch das ist etwas, was in den Zeiten immer wichtiger wird. Und es gibt eine sehr gute Information über das Krankheitsgeld. Soweit meine Vorbemerkung. Ich begrüße Sie nochmal ganz herzlich hier. Ich freue mich, dass wir immer noch mehr hier im Hörsaal sind als in dem virtuellen Raum. Wir haben im virtuellen Raum jetzt 75 Teilnehmer. Das schlagen Sie hier locker. Also ganz herzlichen Dank, dass Sie gekommen sind. Wir machen ein Arzt-Patienten-Seminar nach Corona. Das heißt, in der Tat ist es so, dass wir uns wieder in Präsenz treffen können. Das letzte Arzt-Patienten-Seminar ist nicht mehr als 3 Jahre zurück. Und deshalb denke ich, ist es gut, dass wir uns heute austauschen. So eine Veranstaltung ist nur möglich mit Unterstützung von Firmen. Hier danke ich. Die Firmen sind hier aufgelistet. Und mein Auftrag ist jetzt, über neue Therapien bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen zu sprechen. Und Frau Lange, Sie müssen dann immer zurück auf die Präsentation gehen. Dann kann ich es nämlich steuern. Dankeschön. Warum neue Therapien? Gibt doch schon so viele Medikamente. Das liegt daran, weil eben für einen Teil der Patienten der Leidensdruck, die Komplikation noch nicht verhindert werden können, reduziert werden können und wir eine suboptimale Behandlung haben. Leidensdruck, der sich aus Durchfall, aber insbesondere auch Stuhldrang ergibt. Viele Menschen, die keine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, wenn ich mit denen über Morbus Crohn, Colitis ulcerosa spreche, dann sagen die, naja, es ist eine Durchfallserkrankung. Durchfall hatte ich auch schon mal. Und dann sage ich, und standen Sie schon mal im Supermarkt an der Kasse? Und
mussten sofort auf Toilette und da war keine Toilette. Nee. Also es gibt dann halt auch ein Unverständnis für die Beschwerden, für den Leidensdruck bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Junge Menschen, pubertierende Jugendliche, 15 Jahre alt, heftige Bauchschmerzen, Durchfall, so starke Bauchschmerzen, dass sie eben nicht zum Fußball, nicht in den Club gehen wollen. Und das führt dann eben auch so zu sozialer Isolation. Die Komplikationen sind Krankenhausaufenthalte, Operationen, auch bösartige Veränderungen, Karzinomrisiko ist immer etwas, was diskutiert wird. Und Arbeitsfähigkeit muss eben auch berücksichtigt werden. Die Medikamente, die wir haben, sind deutlich besser als vor 20 Jahren. Aber sie lösen eben noch nicht alle Probleme. Und es ist immer noch so, dass eine ganze Reihe von Patienten eben auch Cortison brauchen. Wir haben uns mal mit der Frage beschäftigt, was Patienten denn eigentlich von einer neuen Behandlung sich wünschen. Das ist wahrscheinlich etwas anderes als das, was ich mir von einer Behandlung wünschen würde. Und ganz im Vordergrund steht eben normale Lebensqualität, keine Operation und eben diese Kontrolle der Defekation, die Kontrolle des Stuhldranges und solche Sachen wie normale Laborparameter zum Beispiel treten in den Hintergrund. Ein Arzt sagt aber immer, Ihnen geht es gut, Ihr Labor ist normal. Dann sagt er, nein, Herr Doktor, Sie haben nicht zugehört, ich habe Durchfall. Ja, aber Ihr Labor ist normal. Oder andersrum gibt es eben auch Patienten, bei denen im klinisch ein Wohlbefinden da ist, die aber krankhafte Laborwerte haben und wo ich dann immer sage, naja, wir müssen die Therapie intensivieren. Und sie sagen, ja, warum denn? Mir geht es doch eigentlich gut. Also es gibt hier auch so Spannungsverhältnisse und das ist wichtig und das sollte im Vordergrund der Therapie stehen. Ich habe Ihnen hier ein einfaches Schaubild mitgebracht, wie wir glauben, dass chronisch entzündliche Darmerkrankungen heutzutage entstehen. Und es gibt nicht nur eine Ursache, es gibt viele Ursachen. Und diese vielen Ursachen lassen sich im Grunde genommen in zwei Bereiche teilen. Das eine sind die Erbinformationen, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben. Und das andere sind Umwelteinflüsse. Und sowohl Erbinformationen wie Umwelteinflüsse wirken in einer verschiedenen Art und Weise zusammen und beeinflussen die Homöostase, das Wohlbefinden im Darm. Und wenn dieses gestört ist, dann kommt es zu chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Und wo sind die Störungen anzusiedeln? Wir wissen heute, dass das Mikrobiom, die Mikrobiota, also die Gesamtheit der Bakterien im Magen-Darm-Trakt bei Patienten mit Morbus Crohn gestört ist. Wir haben hier eine krankhafte Zusammensetzung, eine verminderte Vielfältigkeit. Möglicherweise liegt es daran, dass Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen in der Kindheit häufiger Antibiotika bekommen haben, mittlerweile ein anerkannter Risikofaktor. Wir haben eine verstärkte Durchlässigkeit der Darmschleimhaut. Das bedeutet, dass Fremdstoffe aus dem Darmlumen durch diese Epithelbarriere, durch die Schleimhautbarriere in das Immunsystem gelangen und das Immunsystem aktivieren. Und wir haben im Darm eine Vielzahl von Botenstoffen der Entzündung und diese Botenstoffe der Entzündung stehen normalerweise in einem Gleichgewicht. Es gibt die Stoffe, die Entzündung fördern. Die brauchen wir, wenn wir zum Beispiel zum Italiener gehen, Tiramisu essen und als Folge des Tiramisu-Essens eine Salmonelleninfektion haben. Dann muss Abwehr gegen diese Salmonellen vermittelt werden. Das machen die Botenstoffe der Entzündung. Wenn die Salmonellen weg sind, müssen die Botenstoffe der Entzündung runtergeregelt werden. Und das sind die Gegenspieler. Und unter normalen Umständen haben wir eben ein Gleichgewicht. Und bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen
ist dieses Gleichgewicht gestört und wir haben viele Botenstoffe, die Entzündung fördern. Und die heißen TNF, Tumornekrosefaktor Alpha, die heißen IL-12, die heißen IL-23, IL-1, IL-6. Ist vielleicht gar nicht so wichtig, wie sie jetzt genau heißen, aber einige von Ihnen sind jetzt vielleicht hellhörig geworden und haben gesagt, Mensch, wenn es den Botenstoff TNF gibt, da gibt es ja auch Antikörper dagegen. Wenn es IL-12, wenn es IL-23 gibt, da gibt es auch Antikörper dagegen. Und wie kann man sich das vorstellen? Wie kann man sich das erklären? Und deshalb habe ich Ihnen so ein kleines Experiment mitgebracht. Und Frau Gottschitze, Sie sind jetzt mal meine Entzündungszelle. Und das ist die Zellmembran. Das ist ein Schloss oder ein Rezeptor. Wir müssen, glaube ich, hier ins Bild gehen. Sonst sieht man uns nicht. Genau, jetzt sieht man uns. Also das ist die Zellmembran, das ist ein Schloss. Und das hier ist der Botenstoff der Entzündung TNF. Und wenn jetzt viel TNF vorhanden ist, dann geht TNF in das Schloss und schließt Entzündung auf. Und wenn wir aber, Dankeschön, wenn wir aber ein Schlüsseltäschchen haben, dann kann der Botenstoff der Entzündung nicht mehr in das Schloss reingehen und kann Entzündung nicht aufschließen. Und diese Schlüsseltäschchen, das sind Antikörper. Antikörper, die therapeutisch eingesetzt werden gegen den Tumornekrosefaktor Alpha, gegen IL-12, gegen IL-23. Das haben wir in den letzten Jahren gelernt, haben das verstanden. Und dann gibt es aber noch Weiterentwicklung. Und diese Weiterentwicklung basieren darauf, dass diese Botenstoffe der Entzündung, wenn sie an den Rezeptor in das Schloss gegangen sind, im Schloss diese Stifte im Schloss, die durch den Schlüssel zur Seite gedrückt werden, Sie wissen alle, wie so ein Sicherheitsschloss funktioniert, dass diese Stifte im Schloss blockiert werden. Und wenn die Stifte im Schloss blockiert werden, dann kann der Botenstoff der Entzündung das Schloss nicht aufschließen. Und das sind die sogenannten Januskinase-Inhibitoren, die JAK-Inhibitoren, die praktisch in der Zelle verhindern, dass das proinflammatorische Signal, das Entzündungssignal über den Rezeptor praktisch nach innen zum Zellkern geht und Entzündung verursacht. Ganz herzlichen Dank. Und die neuen Medikamente, die wir haben, die zielen eben darauf ab, diesen Überschuss von proinflammatorischen Zytokinen, von Botenstoffen der Entzündung zu neutralisieren, Stichwort Schlüsseltäschchen, beziehungsweise im Schloss die Stifte des Sicherheitsschlosses zu blockieren, sodass das Signal nicht an den Zellkern übermittelt werden kann. Aber Sie merken alle, das sind therapeutische Strategien, die darauf abzielen, ein überschießendes, entzündungsförderndes Signal zu verhindern. Und ich habe ja gesagt, das ist ein Gleichgewicht. Schöner wäre es oder genauso wichtig wäre es, wenn wir es schaffen würden, die Botenstoffe, die Entzündung runterregeln, im Körper zu aktivieren. Soweit sind wir leider noch nicht. Können Sie noch mal bitte wieder auf die Präsentation zurückgehen? Danke. Soweit sind wir leider noch nicht. Aber über die Standardtherapie Mesalazin, Budesonid, Prednison, Azathioprin, Methotrexat 1999 angefangen, hat es eben große Weiterentwicklungen gegeben. Und diese Weiterentwicklung, Frau Lange, wenn Sie wieder, ich weiß, es ist. Diese Weiterentwicklung zielen eben darauf ab, dass wir jetzt ganz viele Schlüsseltäschchen haben, die eben diese Botenstoffe der Entzündung blockieren, beziehungsweise die Stifte im Sicherheitsschloss blockieren.
Das Problem ist aber, wenn Sie jetzt als Patient zu mir kommen und ich ganz viele Medikamente zur Verfügung habe, was ist jetzt das Richtige? Das ist so ein bisschen wie wenn meine Frau mich jetzt anruft und sagt, ich brauche Nudeln, bring Nudeln mit. Da stehe ich im Supermarkt und sage, ja, was meinst du denn nun? Die Vielzahl der verschiedenen Nudeln ist mittlerweile genauso groß wie die Vielzahl der Antikörper. Das heißt, ich brauche eine Medikation, ich brauche eine neue Therapie, ist bei einer Vielzahl von Medikamenten zunächst erstmal ein schwierig zu lösendes Problem. Meine Frau muss mir sagen, was sie genau möchte. Und es sind nicht die Nudeln das Entscheidende, sondern meine Frau ist das Entscheidende. Das heißt, wenn die weiß, was sie will, sagt sie mir das. Wenn sie beschreibt, wofür sie die Nudeln haben möchte, kann ich eine Auswahl treffen. Was will ich damit sagen? Ich will damit sagen, nicht die Medikamente, nicht die Nudeln entscheiden, welche Behandlung eingeleitet wird, sondern der Patient mit seinen besonderen Charakteristika, mit seinen besonderen Nebenwirkungen entscheidet, was gemacht wird. Und das ist bei jungen Frauen mit Schwangerschaftswunsch anders als bei älteren Herren, so wie ich. Die Ziele sind anders. Die Wünsche sind anders. Die Vorerkrankungen sind anders. Die Vorbehandlungen sind anders. Das heißt, das Wichtigste in der Festlegung von neuen Behandlungen ist immer, dass mit dem Patienten zusammen vor dem Hintergrund der Ziele, welches Gericht soll gekocht werden, was wollen wir erreichen, festgelegt wird, was die richtige Behandlung ist. Eine junge Frau, die zu mir kommt und sagt, also ich möchte, dass der akute Schub zurückgedrängt wird. Und wenn der akute Schub zurückgedrängt wird, dann möchte ich schwanger werden. Bei der muss ich eine andere Behandlung einleiten als bei einem jungen Mann, der sagt, das Wichtigste für mich ist, dass ich innerhalb der nächsten Woche beschwerdefrei werde, weil in 14 Tagen schreibe ich Abitur und da muss ich fit sein. Also die Vorstellung, die Wünsche sind anders und deshalb ist es wichtig, die Therapie auf den Patienten zu fokussieren und nicht vom Medikament zum Patienten, sondern vom Patient zum Medikament zu kommen. Aber wir haben das Problem, und das ist hier mal so eine Zusammenstellung der verschiedenen Medikamente, der verschiedenen Studien, dass alle Medikamente, die wir haben, und Sie sehen hier so Prozentsätze, die reichen so von 11,5 bis 38,8%, alle Medikamente lösen eben das Problem nicht bei allen Patienten. Wir haben immer in klinischen Studien Defizite, es sprechen nicht alle Patienten an. Und das ist das, was die Fachwelt als den therapeutischen Deckel bezeichnet. Egal, was wir machen, wir können diesen Deckel nicht durchbrechen, sind Patienten, die Krankheitsaktivität haben. Und diese Patienten brauchen neue Medikamente. Und das, was im Moment sehr aktuell ist, das ist die Neutralisation des Botenstoffes IL-23. Also das war hier der gelbe Schlüssel. Das heißt, neue Antikörper gegen einen Botenstoff, gegen IL-23 und die in der Behandlung, mit der Behandlung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen beauftragten Ärzte versprechen sich vom Einsatz dieser Antikörper gegen IL-23 sehr viel. Eigentlich kennen wir die Neutralisation von IL-23, weil wir schon einen Antikörper hatten, das Ustekinumab, der gegen IL-12 und IL-23 gewirkt hat. Und doch ist es so, und das wissen wir von der Psoriasis, dass so die Standardtherapie so ganz gut ist. Bei der Psoriasis sind die Hautärzte besser. 60-70% kommen in eine Remission. Und wenn man dann neue Antikörper gegen IL-23 einsetzt, dann sehen Sie, dass das auf 90% ansteigt.
Das heißt, mit diesen neuen Antikörpern haben wir einen Mehrwert, einen größeren Effekt. Und das funktioniert auch tatsächlich bei Patienten, die mit den anderen Antikörpern vorbehandelt werden. Und wir sehen hier so Ansprechraten von 80%. Also was will ich damit sagen? Wir haben eine hohe Dynamik in der Entwicklung neuer Medikamente, weil wir die Ursachen besser verstehen. Und jedes Jahr kommen neue Substanzen auf den Markt. Und Gott sei Dank ist die therapeutische Vielfalt so groß geworden, dass man mittlerweile für Patienten auch was heraussuchen kann. Und auch die Patienten, bei denen alles schon durch ist, kann man durch diese neuen Substanzen noch ein Mehr erreichen und klinische Besserung erreichen. Nun ist es aber so, dass auch diese neuen Substanzen nicht alle Probleme lösen werden. Und deshalb gibt es in den Behandlungsstudien zur Behandlung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen das Prinzip, doppelt genäht hält besser. Kennen Sie alle das Sprichwort? Und das, was man macht, ist, dass man nicht nur einen Antikörper blockiert, indem man ein Schlüsseltäschchen für diesen Antikörper konstruiert, sondern dass man auch einen zweiten ansetzt und dass man versucht, auf verschiedenen Wegen die Entzündung zu unterdrücken. Und das hat man hier gemacht. Hier hat man zwei Antikörper genommen. Einer, der gegen IL-23 gerichtet ist und einer, der gegen den Tumornekrosefaktor Alpha gerichtet ist. Und Sie sehen, die Kombination, das ist die blaue Kurve. Und die Einzelbehandlung, das ist grün und rot. Und Sie sehen, blau ist besser. Das heißt, die Patienten sprechen, wenn sie zwei Antikörper bekommen, besser an. Wenn Sie aber kritisch diese Abbildung betrachten, dann sehen Sie, das trifft für die ersten 3 Monate zu. Wenn man sich das Ganze dann mal nach einem knappen Jahr anguckt, sehen Sie, dass die Unterschiede gar nicht mehr so groß sind. Ja, eigentlich fast gar nicht mehr vorhanden sind. Also möglicherweise ist die Kombinationstherapie am Anfang besser, um schnell Remission zu bekommen. Und wenn der Patient dann in einer Remission ist, dann ist vielleicht ausreichend, eine Monotherapie durchzuführen. Das heißt, wir überlegen uns, ob wir Patienten zunächst intensiver behandeln, um dann, wenn sie in einer Phase des Wohlbefindens sind, die Therapie wieder zu reduzieren. Und das Wichtigste ist aber Patientensicherheit, Patient Safety. Patientensicherheit ist wichtig. Wir dürfen nicht durch das immer stärker Anziehen der Schrauben Immunsystem unterdrücken, Patienten gefährden, weil natürlich Infektionen auch tatsächlich ein Problem sind. Das heißt, Patientensicherheit muss ein ganz, ganz wichtiger Punkt sein. Das ist für Sie wichtig, das ist für mich wichtig. Und deshalb möchte ich Ihnen eine letzte aktuelle Therapie vorstellen, die ich persönlich sehr spannend finde. Und zwar ist das eine Therapie, die auf das Mikrobiom abzielt. Ich hatte Ihnen gesagt, dass die Vielfältigkeit des Mikrobioms bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen vermindert ist. Was heißt das? Wir haben alle die Bilder vom Harz aus dem Sommer gesehen, wo Sturm, Borkenkäfer in diese Kieferschonung praktisch reingeschlagen hat und über viele, viele Quadratmeter der Wald tot ist. Aber was ist der Wald? Das waren Kiefernmonokulturen. Und eine Kiefermonokultur ist nicht widerstandsfähig gegen Schädlinge. Ein gesunder Wald, Laubbäume, Nadelbäume, Büsche, Kräuter, Wiesen, die sich eben auch gegenseitig in diesem Ökosystem stabilisieren, sind viel widerstandsfähiger gegen schädliche Einflüsse. Und das ist mit dem Mikrobiom im Magen-Darm-Trakt ganz genauso. Je vielfältiger das Mikrobiom ist, desto widerstandsfähiger ist es und desto weniger Erkrankungen entstehen. Und wenn man jetzt mal Gesunde anguckt, dann sehen Sie, dass Gesunde so einen Vielfältigkeitsindex haben,
der so irgendwo zwischen 3,5 und 4 liegt. Und bei Patienten mit Morbus Crohn und bei Patienten mit Colitis ulcerosa ist das Ganze erniedrigt, da liegt es unter 3. Und das ist so eine logarithmische Skala, das heißt, wir reden hier über 10er-Potenzen, das heißt, diese Unterschiede sind eben relevant. Und wenn bei Colitis ulcerosa die Vielfältigkeit reduziert ist, aber bei Gesunden vorhanden ist, dann ist es doch vielleicht eine Möglichkeit, bei Patienten mit Colitis ulcerosa so über die Mikrobiommodulation zu behandeln. Und einer der ersten Patienten, die wir gesehen haben, das war ein Patient mit einer Colitis ulcerosa, der sich mit einer klassischen Krankheitsgeschichte vorgestellt hat, deutliche entzündliche Aktivität. Und er hat gesagt, ich möchte kein Cortison mehr, ich möchte kein Azathioprin mehr, ich möchte was Natürliches. Und das, was wir bei dem Patienten gemacht haben, ist ein fäkaler Mikrobiomtransfer. Das heißt, wir haben das Mikrobiom von gesunden Menschen auf diesen Patienten übertragen und haben bei diesen Patienten gesehen, dass mit der Übertragung des Mikrobioms auf diesen Patienten eine Besserung, eine Remission der Colitis erreicht werden konnte. Und sagen Sie, naja, das ist N gleich 1. Funktioniert das denn wirklich? Und in der Tat ist eine Studie gemacht worden, aktive Colitis ulcerosa, wo man so Mikrobiomkapseln mit Placebo verglichen hat. Und das sind die Ergebnisse. Hier ist das Ansprechen aufgetragen. Unter der Placebotherapie 15% und unter der Mikrobiomtherapie verkapseltes Mikrobiom 53%. Und das ist genauso gut, als wenn Sie einen Antikörper gegen Botenstoffe der Entzündung einsetzen. Und deshalb führen wir unter anderem hier am Universitätsklinikum, aber auch in der Praxis von Professor Teich, der im Laufe des Abends noch zu uns stoßen wird, eine Studie durch, wo wir Patienten mit Mikrobiom von Gesunden behandeln. Und die Überlegung ist eben, dass wir aus der Stuhlsuspension so wirksame Substanzen herausfiltern, durch eine Hochdruckfiltration herausfiltern, das verkapseln und das den Patienten dann geben. Und um Ihnen mal einen Eindruck zu geben, habe ich mal die Kapseln mitgebracht. Das sind Leerkapseln, brauchen keine Angst haben, ist kein Mikrobiom drin. Der Ansatz ist, dass Patienten im Rahmen dieser Studie morgens und abends diese Kapseln nehmen und wir erhoffen uns dadurch, dass die Colitis behandelt werden kann und wir bei den Patienten mit diesem Therapieverfahren einen ganz anderen Ansatz, als immer auf das Immunsystem draufzuhauen, etablieren können. Das ist so eine dreiarmige Studie und alle, die Interesse an dieser Studie haben, sind ganz herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren. Meine Damen und Herren, ich hoffe, dass ich Ihnen hier im Hörsaal und auch an den Bildschirmen zu Hause habe deutlich machen können, dass wir in den letzten beiden Jahrzehnten viel mehr Medikamente zur Behandlung von Morbus Crohn, Colitis ulcerosa entwickelt haben. Wir stehen zurzeit vor einem großen Regal von ganz verschiedenen Medikamenten. Und das Entscheidende ist, in einem Gespräch festzulegen, was für Sie als Patient das Richtige ist und dann für Sie das richtige Medikament auszuwählen. Auch da muss man akzeptieren, dass nicht alle Medikamente alle Probleme lösen oder dass das Medikament alle Probleme löst. Aber es gibt stetigen Fortschritt, es gibt stetige Studien. Die Studien sind sehr erfolgversprechend, sodass ich davon ausgehe, dass wir in den nächsten Jahren mit einer ähnlichen Dynamik die Behandlung von chronisch entzündlichen Darmerkrankungen weiter verbessern können. Und ich bin sicher, dass der fäkale Mikrobiomtransfer hier einen festen Stellenwert einnehmen wird, wenn man es schafft, das Mikrobiom zu verkapseln und so den Patienten zu helfen. Und damit bedanke ich mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und wenn Sie Fragen haben, stehe ich gerne zur Verfügung.
Bitte schön. Klein, wo ist denn das Mikrofon? Ach ja. Ja, aber damit. Brauchen Sie nicht ins Mikro. Bei der Stuhlgeschichte mit diesem Mikrobom. Da ist meine Frage: Wie sieht die Gefahr da drin aus, wenn ich von einem Spender, von irgendjemand irgendwas bekomme? Da sind irgendwelche andere Krankheitserreger drin. Wie wird das gehandhabt, dass da nicht die Gefahr besteht, dass ich dann eventuell irgendwelche anderen Erkrankungen vom Spender kriege? Also Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Das, was wir ja übertragen wollen, ist das Mikrobiom eines Gesunden. Was ist ein gesunder Mensch? So. Und um das festzustellen, machen wir sehr intensive Untersuchungen. Die Stuhlspender bekommen zunächst Fragebögen, dann werden Blutuntersuchungen durchgeführt, dann werden Stuhluntersuchungen durchgeführt. Diese Stuhluntersuchungen werden auch immer wieder wiederholt, um sicher zu sein, dass die Stuhlspender gesund sind. Dann wird die Stuhlspende abgegeben, dann wird die Stuhlspende aufgearbeitet und kommt in Quarantäne. Und nach 8 Wochen wird nochmal der Spender untersucht. Und erst wenn er bei dieser Untersuchung wieder oder weiterhin gesund ist, wird aus der Quarantäne heraus die Stuhlspende an die Patienten gebracht. Und wir haben über 300 Menschen gescreent, um Stuhlspender zu finden, und haben jetzt 10 Stuhlspender, die regelmäßig diese Studie mit unterstützen. Das heißt, von 300 sind wir auf 10 zurückgefallen. Das bedeutet, dass wir sehr sorgfältig darauf achten, dass die Patienten nicht gefährdet werden, weil Sicherheit ist das A und O in der Behandlung. Bitte. Ja, ist denkbar. Es gibt eine Arbeitsgruppe in München, die ein ähnliches Therapieprinzip verfolgt und die wahrscheinlich zum Jahreswechsel hin ebenfalls eine Studie starten wird. Ich muss kritisch sagen, wenn Sie mich vor 10 Jahren gefragt hätten, wo glauben Sie, funktioniert fäkaler Mikrobiomtransfer, hätte ich gesagt Morbus Crohn. Tatsächlich ist es so, dass die Studiendaten bei Colitis ulcerosa viel, viel besser sind als bei Morbus Crohn. Deshalb haben wir uns zunächst auf Colitis ulcerosa konzentriert. Aber es wird jetzt auch für Morbus Crohn getestet und wahrscheinlich wird diese Studie Anfang des Jahres beginnen. Das ist eine Kombination von fäkalem Mikrobiomtransfer und enteraler Ernährung, also Ernährungsmodulation. Das drückt aus, dass dieser Behandlungsansatz von verschiedenen Arbeitsgruppen in Deutschland verfolgt wird. Bitte. Also das Konzept ist, dass im Darmlumen dieses gestörte Gleichgewicht von Bakterien, die Entzündung auslösen, und dem Mangel von Bakterien, die Entzündung unterdrücken, durch den fäkalen Mikrobiomtransfer normalisiert wird. Das heißt, wir hoffen, dass wir im Darmlumen ein Milieu erzeugen, das Entzündung auslöst, sodass die Entzündung eben nicht durch die Darmwand dann in das Fett verschwappt. Aber das ist das Konzept, die Theorie. Ob es stimmt, ob es funktioniert, müssen Behandlungsstudien zeigen. Gerne. Und zwar die erste Frage, kann man sich die Aufzeichnung anschauen? Die Antwort ist hoffentlich. Also wir nehmen die Veranstaltung auf und wir werden das Ganze dann komprimieren
und dann auf YouTube einstellen. Das setzt voraus, dass die Aufnahme klappt. Ich bin da sehr optimistisch, weil wir kompetente Unterstützung durch die Technik haben. Also hochwahrscheinlich. Ja. Ich würde die Frage zur Ernährung gerne zurückstellen, weil ich mich auf Ihren Vortrag freue und Sie sicher, was das betrifft, da Stellung zu nehmen. Von daher das zurückgestellt. Und dann noch ja, also Nebenwirkung nach FMT. Die FMT ist der fäkale Mikrobiomtransfer und so etwa 20-25% der Patienten berichten, dass sie in der ersten Woche, wo sie diese Kapseln einnehmen, so ein bisschen Bauchgrimm haben, dass es auch zu Blähungen kommen kann. Schwere Nebenwirkungen, Infektionen zum Beispiel oder Symptome, die zum Abbruch der Therapie führen, sind bisher nicht beschrieben worden. Und ich denke, wenn wir, und das war ein wichtiger Punkt, wenn wir eben dieses sorgfältige Spender-Screening durchführen, ist die Behandlung meiner Meinung nach sicher. Das war eine letzte Frage, und zwar hat jemand vor drei Jahren in die Leben bekommen, aber der Charakter ist ja auf der Lage, und was er dann fragt, jetzt auch so mal Sinn machen würde, ein Beschwerdefreien zu suchen in der aktuellen beschwerdefreien Phase. Also wenn die Patientin beschwerdefrei ist, dann würde ich an der aktuellen Behandlung nichts rütteln und würde das erfolgreiche Therapieprinzip nicht in Frage stellen und der Patientin raten, die Therapie fortzuführen. Ein FMT bei einem Patienten, der beschwerdefrei ist, was will man damit erreichen, dass er beschwerdefrei ist? Aber das ist er auch schon vorher. Und ob durch ein FMT die Phase der Beschwerdefreiheit verlängert werden kann, das ist eine offene Frage, das kann ich nicht beantworten. Ja. Und zwar, welche Medikamente sind oder mit anderen Medikamente parallel an der Also die Behandlung mittels FMT im Rahmen dieser Studie bedeutet, dass keine neue Therapie der Colitis ulcerosa eingeleitet wurde. Also wenn jemand vor 2 Wochen zum Beispiel eine Antikörpertherapie bekommen hat, dann kann man ihn nicht mit FMT behandeln, weil wir wollen ja wissen, ob FMT wirkt. Und wenn der vor 2 Wochen Antikörper gekriegt hat, kann das sein, dass FMT nicht funktioniert, der Antikörper funktioniert und ich glaube, FMT war es. Also das geht nicht. Das heißt, eine stabile Behandlung, Azathioprin zum Beispiel, ist erlaubt, Cortison bis 20 Milligramm ist erlaubt, Mesalazin ist erlaubt und die Antikörper müssen 8 Wochen abgesetzt sein. Das würde wahrscheinlich die Frage am besten beantworten. Ja, keine Frage, noch eine Frage wegen der Studie. Dann würden wir vielleicht über das Studienzentrum zur Verfügung stellen, mit der E-Mail-Adresse. Ja, 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 ja. Vielen Dank, Frau Lange. Bitte. Also wir haben diese Studie mittlerweile auf nicht ganz Deutschland, also Westdeutschland, so Nordrhein-Westfalen ist schlecht aufgestellt. Aber wir haben jetzt Behandlungszentren in Berlin, in Braunschweig, in Fulda, in Leipzig, in Dresden, in Ulm, in Freiburg, in Frankfurt. Also es gibt verschiedene Orte in Deutschland, wo Kolleginnen und Kollegen mit uns interagieren, an die man sich wenden kann, wo diese Studie durchgeführt wird. Und es ist, wie gesagt, nicht ein Hut, der auf ein Deckel, der auf jeden Topf passt. Die Bedingungen müssen stimmen.
Das heißt, man muss gucken, so, ob der Patient geeignet ist für diese Studie, ob die Ein- und Ausschlusskriterien gegeben sind. Und wenn das passt, kann dann diese Studie durchgeführt werden. Und das Einfachste ist einfach, sich an den behandelnden Arzt, die behandelnde Ärztin wenden und fragen, ob sie einen Kontakt herstellen kann. Oder zum Beispiel über unsere Ambulanz oder über die DCCV. Die DCCV informiert ja regelmäßig über neue Studien. Und auch das lohnt sich durchaus, auf der Homepage der DCCV mal zu gucken, was gibt es an vielversprechenden Substanzen und dann zu überlegen, ob man nicht so eine Studie, ob man nicht in so eine Studie eintreten könnte. Vielleicht ein Wort noch und dann ist Pause. So, die Behandlung von Patienten in Studien führt nicht dazu, dass sie Versuchskaninchen sind. Die Behandlung von Patienten in Studien führt dazu, dass wir extrem sorgfältig auf sie aufpassen. Das heißt, die Betreuung in Studien, und Frau Lange macht viele Studien bei uns, Frau Rüttel macht viele Studien, ist ganz arbeitsintensiv, ganz enge Interaktion zwischen Patienten und Ärzten. Und ich denke, dass das eine sehr gute Möglichkeit ist, schwer verlaufende Erkrankungen zu kontrollieren. Genau, da kann ich nämlich auch einklinken. Ich war 2016 bereits bei Mongersen in der Studie und kann nur bestätigen, dass es wirklich eine sehr engmaschige Kontrolle stattfindet. Man wird über alles aufgeklärt und Versuchskaninchen auf keinen Fall. Man muss sich ja auch überlegen, man hilft damit auch anderen Patienten. Ne? Also wenn man selbst an einem Punkt ist, wo man vielleicht nicht mehr weiter weiß, dann ist eine Studie eigentlich genau das Richtige. Mittlerweile bin ich leider raus, da voroperiert. Aber wie gesagt, aus eigener Erfahrung kann ich sagen, Studien können einen Hoffnung geben. Mittlerweile bin ich beim dritten Off-Label-Medikament. Also es geht auch vorwärts. Vielen Dank, Frau Gottschitze. Wir machen jetzt eine kleine Pause und wir machen das so, dass in der Pause Frau Gottschitze, Frau Lange, Frau Rüttel und ich zur Verfügung stehen. Und um das Ganze nicht in Menschenansammlung enden zu lassen, würde ich vorschlagen, dass Sie vielleicht hier unten in der Ecke bleiben, Sie in der Ecke, Frau Rüttel, wenn Sie nach oben gehen, und ich würde nach oben gehen, und da können Sie uns gerne ansprechen. Sonst können Sie natürlich auch die Pause nutzen, um sich untereinander auszutauschen. Es gibt auch Brezel und ein bisschen Obst. Und wir würden dann um 17.15 Uhr mit dem Ernährungsblock fortfahren. Bis dahin erstmal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können jetzt rausgehen. So, und jetzt gibt es hier irgendwo bei, hat er mir gezeigt. Aufnahme, Aufzeichnung anhalten. So, meine Damen und Herren, ganz herzlichen Dank für die intensiven Gespräche in der Pause. Wir würden jetzt fortfahren und ich freue mich, dass Frau Dr. Lange, die als Oberärztin bei uns in der Klinik tätig ist, die seit langem in der CED-Ambulanz tätig ist, über das Thema Ernährung als Medizin, Effekte der Ernährung auf chronisch entzündliche Darmerkrankungen referieren wird. Frau Lange gebührt ein besonderer Dank, weil sie tatsächlich auch sehr kurzfristig eingesprungen ist, weil wir erst einen anderen Vortrag vorgesehen haben, der aufgrund von persönlicher Verpflichtung von Herrn Kontorek dann nicht stattfinden konnte. Also Frau Lange, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich auf Ihren Vortrag.
Ja, so vielen Dank. Ich hoffe, man kann mich gut verstehen mit dem Mikrofon. Das scheint an zu sein, denke ich. Genau. Dann fangen wir mal an. Vorgestellt wurde ich ja schon. Genau. Interessenkonflikte bestehen bezüglich des Vortrages keine. Das sind meine bisherigen Tätigkeiten. Meine sozusagen Zusammenfassung oder meine Struktur wäre die, ich würde Ihnen ganz gern kurz die Pathogenese, beziehungsweise die Ernährung in der Pathogenese der CED erklären, möglichst auch einfach gehalten, dann Ernährungsempfehlungen in Remission besprechen. Das heißt also Empfehlungen, was kann ich tun, um einen erneuten Schub zu vermeiden, dann auch auf die Ernährungsmedizin im akuten Schub eingehen und das Ganze nochmal zusammenfassen. Ich hoffe, ich schaffe das in 10 Minuten. Das wird knapp, aber ja, ich gebe mein Bestes. Ich habe Ihnen hier mal aufgezeichnet, was überhaupt so passiert, wenn jemand also eine chronisch entzündliche Darmerkrankung entwickelt. Wir sehen also links gesund der Darm und rechts also krank. Die verschiedenen Kompartimente zwischen also Darmlumen ganz oben, dann Schleimhaut und Submucosa, das untere, unter der Schleimhaut liegende Gewebe. Und Sie können ja erkennen, dass das rechte, also kranke Bild, eben eine Veränderung der Mikrobiomzusammensetzung. Das sind hier die bunten Punkte und Stäbchen, aber auch, dass die Zellen, die Darmschleimhautzellen da verändert sind und dass eben aber auch Erreger, Mikrobiota eben in die Submucosa, ins Bindegewebe hinein nach unten rutschen. Das Mikrobiom nimmt in der Pathogenese der CED eine wichtige Rolle ein, weil wir denken, dass das einerseits der Link zur Ernährung auch ist, auf der anderen Seite auch durch das Hindurchrutschen von Bakterien in die Submucosa eben eine übermäßig starke Entzündungsreaktion, also entregulierte Entzündungsreaktion generiert wird. Und das und eine vorliegende Barrierestörung, also ein Vorliegen von einer insuffizienten Abschirmung der Schleimhaut durch zum Beispiel große Zellzwischenräume, wie Sie hier angedeutet sehen, oder ein Absterben von einzelnen Zellen, wie bei Morbus Crohn, einer transmoralen Entzündung, verstärkt dann eben noch die Effekte auf das Immunsystem. Ich hatte gerade gesagt, der Link zur Ernährung oder den Effekten der Ernährung auf die chronische entzündliche Darmerkrankung ist also sozusagen, begründet sich auch im Mikrobiom unter anderem. Wir sehen also bei gesunden Menschen im Vergleich zu Kranken eine veränderte Zusammensetzung erstmal. Das Mikrobiom ist weniger divers. Es ist also etwas einseitiger. Das sind weniger verschiedene Bakterienstämme, die wir nachweisen können. Es gibt aber auch sozusagen eine Zunahme in manchen Fällen von sogenannten enteroinvasiven Erregern, das heißt also Bakterien, die gezielt den Darm schädigen können, also die ein Potenzial besitzen, Darmschleimhaut und Darmschleimhautzellen anzugreifen und auch absterben zu lassen. Das ist also auch möglich und wir wissen auch, dass eben dann diese Erreger natürlich leichter in den Darm, in das Bindegewebe hineinrutschen können und da natürlich auch zu Entzündungsreaktionen führen. Wie kann jetzt eine Ernährung das Mikrobiom und den Darm, also die Darmschleimhautbarriere, verändern? Da ist es so, dass Ballaststoffe, die ich immer so als grüne Wellen dargestellt habe, die werden über Fermentationsprozesse durch das Mikrobiom sozusagen fermentiert und es entstehen kurzkettige Fettsäuren, die ich hier als FS abgekürzt habe. Und die wiederum haben also vielfältige Effekte, also einerseits natürlich auch wieder das Mikrobiom, andererseits aber auch auf die Zellen und sogar aufs Immunsystem, was sich in der Schleimhaut befindet. Das ist ganz spannend. Es gibt also vielfältige Effekte. Es profitieren manche einzelne Mikrobiota also von diesen kurzkettigen Fettsäuren und entwickeln sich dann prächtiger als andere zum Beispiel. Wir haben aber auch eine Stärkung der Enterozyten. Wir wissen zum Beispiel, dass Dickdarmschleimhautzellen, also sogenannten Kolonozyten, dass die von kurzkettigen Fettsäuren wie zum Beispiel Butyrat ernährt werden. Das ist also ein Energieträger für diese Zellen. Sind diese Zellen also gesund, die brauchen natürlich Energie und das können sie eben dann, und die Energie beziehen sie eben auch unter anderem aus diesen kurzkettigen Fettsäuren. Und was wir auch wissen, dass eben kurzkettige Fettsäuren wie Butyrat auch direkte Effekte auf die regulatorische Immunantwort in der Darmschleimhaut haben. Das heißt also, das führt eben zu einer etwas besseren Toleranz des Immunsystems und zu einer weniger überschießenden Reaktion. Das ist momentan die Hypothese. Das sind natürlich wissenschaftliche Hypothesen, die sich jetzt erst zum Teil und natürlich noch nicht vollständig in klinischen Studien beweisen lassen, aber sie sind zumindest in Tierversuchen oder manchmal auch nur in Zellexperimenten sozusagen konkurrent nachweisbar. Was ist jetzt im kranken Mikrobiom oder bei Menschen eben mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen, was passiert da? Da hatte ich ja gesagt, dass es eben direkte Effekte auch von pathogenen Erregern gibt, ja zum Beispiel überwiegend von bestimmten in einer normalen Mikrobiomflora nicht so häufig vorkommenden Erregern, kann es zu einer Infektion kommen.
zum Beispiel eben bestimmte enteroinvasive Keime. Aber ich kann die Barrierefunktion nicht nur durch eine Infektion herabsetzen, auch Emulgatoren, zum Beispiel Polysorbat 80 oder Carboxymethylcellulose, wird ja vielen Fertigprodukten zugesetzt, können die Barrierefunktion, also das, die Zellzwischenräume, die Zelle, die der Darmschleimhaut quasi abschirmen vor eben dem, was im Lumen so passiert, diese Barrierefunktion kann durch solche Zusatzstoffe beeinträchtigt werden. Auch spannend, es gibt auch kleinere Studien an Tieren sozusagen, wo man Stress und auch eine Störung der zirkadianen Rhythmik ebenfalls mit einer Barrierestörung in Verbindung gebracht hat. Also auch das scheint eben die Darmbarrierefunktion herabzusetzen. Das haben wir ganz oft bei Patienten, die eben im Schichtsystem arbeiten, die einen sehr, sehr stark unterschiedlichen Tag-Nacht-Rhythmus haben, der von der sozusagen normalen Lebensgewohnheit abweicht. Da habe ich zumindest das Gefühl, dass solche Patienten dann eher seltener in eine stabile, entzündungsfreie Situation kommen. Also ich kann das aus meinem Alltag heraus schon sagen, dass mir das aufgefallen ist. Aber das ist in klinischen Studien in der Form noch nicht bewiesen, sondern erst an sozusagen Zell- und Tierexperimenten. Für die Colitis ulcerosa hat sich herausgestellt, dass rotes Fleisch ungünstig ist. Fragt man sich natürlich ja, warum. Na, ich denke, einerseits wird das auch der Effekt sein von Wurst oder Wurstprodukten, die natürlich auch stark verarbeitet sind und wieder entsprechende Emulgatoren, Zusatzstoffe enthalten. Aber man hat auch die Hypothese aufgestellt, dass zum Beispiel Häm, das in Hämoglobin vorhanden ist und ja sehr reaktiv ist und Sauerstoff bindet, das hat ja sozusagen auch, also reagiert ja auch mit anderen umgebenden Proteinen und Strukturen und dass das eben durch sogenannte oxidative Effekte die Darmschleimhautzellen direkt schädigt. Das ist die Hypothese, warum rotes Fleisch für die Colitis ulcerosa als nicht empfehlenswert angesehen wird. Unklar ist die Datenlage zu sogenannten Transfetten, die auch im Verruf stehen, die Darmbarriere zu schädigen. Das sind so Fette, die insbesondere in tierischen Produkten, aber auch in fritöse Fett vorhanden sind. Genauso unklar ist es bezüglich Gluten. Man weiß ja, manche Patienten, man hört das ja oft, dass eben eine glutenfreie Diät häufig auch zu einer Symptomlinderung beitragen kann. Das ist aber noch nicht bewiesen. Genauso bezüglich der einfachen Kohlenhydrate, also hier meine ich zum Beispiel raffineriertes Mehl oder auch Haushaltszucker. Das hat ja auch zumindest in manchen Studien gezeigt, dass die Patienten häufiger eine Entzündung aufweisen und eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen aktiven Schub haben. Aber das ist auch in der Datenlage noch nicht sehr kongruent dargestellt. So, also welche Empfehlungen kann ich jetzt, ich habe Ihnen ja kurz erklärt, welche Möglichkeiten hat denn die Ernährung über das Mikrobiom auf den Darm einzuwirken? Welche Empfehlungen leiten sich denn jetzt hier ab? Wollen Sie kurz das Mikrofon? Also keine, die man auf eine Empfehlung ummünzen könnte. Also noch nicht, es hat sich nicht durchgesetzt, ist in die Empfehlung nicht eingegangen, rein Basel. Ja. Gibt es noch eine weitere Frage? Sonst nicht, dann. Genau, also Laktoseintoleranz haben wir ja im Schub häufig sekundär. Da ist es natürlich sinnvoll zu verzichten. Und ich gehe nachher auch ganz kurz darauf ein, im Rahmen der speziellen CED-Diäten. Das kommt auf die Situation drauf an. Im Rahmen bestimmter Diätempfehlungen ist es mit innen sozusagen beinhaltet. Und wenn dann natürlich vorhandene Laktoseintoleranz, die auch über den Schub hinaus persistiert, ist es auch sinnvoll. Ja. Aber grundsätzlich sage ich in den nächsten Folien noch was dazu. Also, welche Empfehlungen können wir jetzt ableiten? Ich glaube, du musst jetzt nochmal in das Feld reinklicken. Es gibt ja die Internationale Organisation für entzündliche Darmerkrankungen, die EUIBD, und die Europäische Gesellschaft für Ernährungsmedizin, für enterale und parenterale Ernährung ist das, die ESPEN. Die haben sich natürlich positioniert bezüglich der Studien zu Ballaststoffen, zu Emulgatoren, was ich Ihnen eben gerade anhand dieser Folien gezeigt habe. Und die Empfehlung möchte ich kurz mit Ihnen durchgehen. Protektiv für den Morbus Crohn hat sich also erwiesen, eine erhöhte Ballaststoffaufnahme, man sagt so ungefähr 24 Gramm am Tag. Das ist schon eine deutlich erhöhte Menge, also das kommt man schon so auf 5 Portionen Obst oder Gemüse in der Remission als Prophylaxe für den nächsten Schub. Man hat auch in Observationsstudien festgestellt, dass bei einer Bevölkerung, die vorher sozusagen keine bekannte chronische entzündliche Darmerkrankung hat, eine erhöhte Ballaststoffaufnahme damit vergesellschaftet war, dass diese Menschen deutlich seltener eine chronisch entzündliche Darmerkrankung entwickelt haben. Das heißt, es gibt also hier einen gewissen protektiven Effekt. Das ist aber nicht prospektiv untersucht worden. Das sind also Observationsstudien, die sich an Kohorten orientieren, wo man die Patienten über mehrere Jahre eben dann beobachtet und eben Krankheiten erfasst. Und das ist eine Assoziation und kein Beweis, muss man auch sagen.
Dann hat sich mit dem Morbus Crohn eben auch anhand solcher Studien nachweisen lassen, dass eine moderat bis hohe Aufnahme von Gemüse und Obst eben diese 3 bis bestenfalls 5 Portionen am Tag auch protektiv sind, also ballaststoffreich und viel Obst und Gemüse. Und dass ein hoher Anteil von mehrfach ungesättigten Fettsäuren, also in Klammern tierische Fette zum Beispiel, nur für die Gewürzulzerosa tatsächlich hier nicht empfohlen wird. So, was sollte man nicht essen oder was ist ungünstig bezüglich einer Entstehung eines Schubes? Die Reduktion von Transfetten und gesättigten Fettsäuren, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, Frittierfette, fettreiche Wurst- und Käseprodukte. Man sollte tatsächlich, und das sind auch die Empfehlungen dieser beiden Fachgesellschaften, emulgatorreiche Fertigernährung sowie auch Fertigkost, die Nanopartikel und Titandioxid enthält, meiden. Das ist auch in den Empfehlungen so niedergeschrieben. Und für die Colitis ulcerosa rotes Fleisch reduzieren, möglichst meiden. Zusätzlich hat sie noch gesagt, das habe ich jetzt noch nicht erklärt, aber auch für die Colitis ulcerosa scheint wohl so Myristinsäure, findet sich, es ist eine gewisse Fettsäure, die sich in Palmöl, Kokosnussöl und auch Milchprodukten findet, die scheint auch einen pro-inflammatorischen Effekt zu haben und also die Entzündung zu begünstigen. Das konnte man aber bisher nur für die Colitis ulcerosa nachweisen und deswegen ist es hier auch in die Empfehlung eingegangen. Was ist noch unklar, hatte ich gerade gesagt, es gibt noch keine solide Empfehlung aufgrund einer guten Datenbasis zu Weizen- oder proteinfreier Diät, obwohl wir wissen, dass es manchen Patienten hilft. Dann auch keine klare Empfehlung zum Ausschluss raffinerierter Kohlenhydrate oder Zucker. Das lässt sich anhand von Studien auch nicht beweisen. Jetzt kurz zum akuten Schub. Im akuten Schub ist es natürlich eine ganz andere Situation. Ich weiß nicht, aber niemand kann im akuten Schub jetzt große Mengen an Obst und Gemüse essen. Na, das ist natürlich schwierig. Das heißt also, was unser Hauptziel im akuten Schub ist, ist Mangelernährung und Unterernährung zu vermeiden. Denn man isst ja automatisch weniger, wenn man merkt, dass man direkt nach dem Essen Durchfall bekommt. Man kann gewisse Dinge auch gar nicht aufnehmen, wenn man ja 10 oder 20 Durchfälle am Tag hat, weil einfach die Darmpassage enorm schnell ist und auch die Entzündung natürlich überhaupt keine Aufnahme aus der Ernährung ermöglicht. Ne? Das heißt also, im akuten Schub, ja, da sind wir jetzt, da ist es uns wichtig, dass wir insbesondere schauen, dass wir einen erhöhten Proteinbedarf, gegebenenfalls auch mit einer oralen Zusatzernährung, zum Beispiel Modulen für Morbus Crohn oder andere Supplemente, zu uns nehmen. Und der Proteinbedarf ist doch so hoch, dass er bis zu 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht am Tag beträgt. Dann, das ist Aufgabe des Arztes oder der Ärztin, ist es natürlich wichtig, dass man eine Eisenmangelanämie erkennt und auch behandelt und im Schub meistens dann auch über intravenöse Präparate ersetzt. Ne, weil die Oralen meistens nicht vertragen werden, die Tabletten, und manchmal ja auch gar nicht ankommen können, wie ich eben schon gesagt habe. Weitere Mikronährstoffe wie Vitamin B12, Folsäure, Vitamin D, Zink, aber auch Magnesium, Kalium, je nach sozusagen Stärke des Durchfalls, sollten auch kontrolliert substituiert werden. Und wir hatten ja vorhin drüber gesprochen, im akuten Schub ist häufig eine begleitende Laktoseintoleranz zu beachten und die entsprechend auch zu beraten. Das heißt also, im akuten Schub hat der Patient auch einen Beratungsbedarf und sollte dann normalerweise auch mit einer Ernährungsberatung entsprechend auf solche vorliegenden, zum Beispiel Intoleranzen hingewiesen werden. Und es ist auch sinnvoll, dass man darauf achtet, dass der Patient entsprechend seinen Kalorienbedarf pro Tag deckt. Und das kann manchmal sozusagen schwierig werden und wird dann durch eine enterale Supplementation, zum Beispiel eben so Twinks, Energietwinks, besser erreicht, als man das nicht macht. Jetzt ist die Frage, hilft denn auch eine spezifische Diät im akuten Schub? Na, das wäre ja schön, wenn wir über eine Diät unsere Entzündung auch behandeln könnten. Da gibt es ja bei Kindern gute Daten zur explosiven enteralen Ernährung. Das ist ja die sogenannte Astronautenkost, die Kinder dann eben tatsächlich 8 Wochen ausschließlich nur bekommen. Die ist sogar etwas effektiver als die Steroidtherapie. Das heißt, die Kinder sind sozusagen dann nach 8 Wochen so einer reinen enteralen, explosiven enteralen Ernährung tatsächlich etwas häufiger in Remission als unter Steroiden. Bei Erwachsenen ist es aber nicht so. Das liegt hochwahrscheinlich daran, dass die Compliance nicht da ist, denn die Kinder müssen dann meist so nach 2, 3 Wochen über eine Sonde ernährt werden, also sogenannte Magensonde, die über die Nase in den Magen geht, weil die Ernährung exklusiv ist. Das heißt, die Kinder dürfen in der Zeit nichts anderes außer zum Beispiel klaren Tee oder Wasser zu sich nehmen. Das ist natürlich hart, muss man sagen. Man würde die Ergebnisse aber auch sehr gerne in die Erwachsenenmedizin transferieren und hat dann überlegt, kann so eine Explosionsdiät nicht trotzdem in irgendeiner Form für Erwachsene interessant sein? Wenn sie schon keine exklusive enterale Ernährung mit der Sondenkost tolerieren, gibt es dann vielleicht eine Art Diät, die diese Ernährung sozusagen imitiert, die eben dann
zur Remissionsinduktion, zur Bekämpfung der Entzündung führt. Und da gibt es die sogenannte Crohn's Disease, also CD-Exklusionsdiät bei Erwachsenen. Da gibt es also Listen, ja, wo die Patienten in den ersten 6 Wochen, das ist eine erste Phase, ne, das sind mehrere Phasen, die diese Diät beinhaltet. In der ersten Phase gibt es also ganz wenig erlaubte Nahrungsmittel und sie müssen insbesondere am Tag sehr viel, zum Beispiel helles Fleisch wie Pute essen, 2 Eier. Ich habe das auch nachher nochmal zum Erklären für Fragen mitgebracht. Da können Sie sich gerne nochmal so eine Exklusionsdiät-Tabelle anschauen. Und Sie müssen sehr, sehr viele Sachen in der ersten Phase weglassen, zum Beispiel frisches Obst, aber halt auch Fertigprodukte, Weizen, rotes Fleisch, Emulgatoren und eben auch so Rotalgenprodukte, das habe ich hier mal aufgeschrieben. Das wird oft in Fertigprodukten als Geliermittel eingesetzt, aber auch Milchprodukte. Das heißt also, Patienten ernähren sich am Anfang etwas einseitig und im Verlauf so nach der Induktionsphase, nach 6 Wochen, kommen dann eben in bestimmter Art und Weise sukzessive Obst und Gemüse mit dazu. Sie merken schon, das ist relativ schwierig zu beschreiben. Es ist leider auch schlecht standardisiert. Ja, deswegen gibt es in manchen Studien auch wieder die Diskussion, es wird für manchen Patienten nicht toleriert. Und wir haben dann auch Studien, die eben direkt solche Diäten als, wie hier sozusagen dargestellt, verpackte Nahrungsmittel nachkochen und dann etwas liberaler sind in den einzelnen Inhaltsstoffen. Ne? Und das wäre zum Beispiel die CD-Tweet-Studie, die 2019 gemacht wurde, wo man eben Patienten das nicht anhand von Listen machen lassen hat mit Ernährungsberatern, sondern man hat denen das Essen auf eine etwas besser verträgliche Art und Weise, also vorgekocht und ins Haus geliefert. Und in dieser Studie, die Folie würde ich jetzt aus Zeitgründen überspringen, hat man gesehen, dass die Patienten doch häufiger als die Kontrollgruppe in der klinischen Remission waren. Aber der Effekt war leider nicht anhaltend. Nachdem die wieder angefangen hatten, normal im Alltag zu essen, ist der Effekt dann auch wieder weg gewesen. Aber es gibt gute Hinweise, dass eine Exklusionsdiät oder auch die sogenannte CD-Tweet-Diät, die ich jetzt hier noch kurz gezeigt habe, die eben auf Rezepten, auf Basis von Rezepten, die der Exklusionsdiät ähneln, den Patienten ein Essen bereitstellt, dass das bei Morbus Crohn einen akuten Schub behandeln kann. Das ist ja schon mal spannend. Was sagen jetzt unsere Fachgesellschaften dazu? Ja, die Europäische Gesellschaft für Ernährungsmedizin und für enterale Ernährung sagt, dass man dann die CD-Exklusionsdiät bei Morbus Crohn bei erwachsenen Patienten mit oder ohne einer enteralen Ernährung versuchen kann. Es sind aber weitere Daten nötig. Unsere deutsche Fachgesellschaft hält sich eher zurück. Sie sagt, man kann es nur machen, wenn als reine enterale Ernährung, wie bei den Kindern, nur wenn der Patient dann auch eine leitliniengerechte andere Therapie ablehnt oder nicht verträgt. Aber es gibt dann von unserer Gesellschaft in Deutschland keine Empfehlung zur CD-Exklusionsdiät oder nur zur exklusiven enteralen Ernährung, was ja von vielen Patienten nicht toleriert wird. Meine persönliche Meinung ist, ich bin sehr dafür, das zu versuchen, aber ich finde, um eben eine Mangelernährung zu vermeiden und eben eine hypokalorische Ernährung auch zu vermeiden, ist es wichtig, dass man es unter einer ernährungsmedizinischen Aufsicht mit einer Ernährungsberatung durchführt und gegebenenfalls in den ersten Wochen auch durch Sondenkost Zusatzernährung supplementiert. Muss ich nochmal reinklicken, Jessica? Genau. Noch 2 Sachen, die diskutiert werden bei der Colitis ulcerosa, ist ja die Supplementation von Omega-3-Fettsäuren im Schub als Remissionsinduktion immer wieder mal angesprochen worden. Und es finden sich auch Hinweise darauf, dass es da protektive Effekte auf die Schleimhaut gibt. Aber ich müsste noch mal kurz, aber es gibt keine Daten, die das konkurrent belegen. Das heißt also, man kann es noch nicht empfehlen, im akuten Schub der Colitis ulcerosa eine Omega-3-Supplementation vorzunehmen. Gut, jetzt zu den Take-Home-Messages. Ich bin ein bisschen über der Zeit. Ich hoffe, bitte das zu entschuldigen. Wir haben also gesehen, die Ernährung hat eine wichtige Rolle in der Pathogenese der CED. Es gibt keine spezifische CED-Diät, noch im akuten Schub oder auch nicht zur Remissionserhaltung. Aber es gibt ermutigende Daten zur Exklusionsdiät bei Morbus Crohn, auch bei Erwachsenen. Es ist natürlich immer sinnvoll, sich ballaststoffreich und ausgewogen nach Empfehlung der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin zu ernähren. Und natürlich auch sogenannte Convenience-Produkte, also Fertigprodukte zu verzichten. Und für uns im akuten Schub ist wichtig, dass die Mangelernährung erkannt und auch behandelt wird. Damit beende ich meinen Vortrag. Also wir müssen sozusagen von westlicher Diät zur gesunden, ja, gesunden Diät kommen mit einer ausgewogenen Ernährung. Vielen Dank, Frau Lange. So,
denke, wenn man jetzt die letzte Folie befragt, dann muss man ja sagen, das ist eine Folie, ein Ernährungstipp, der eigentlich für alle Menschen ist. Alle Menschen zutrifft. Wir essen so viel Fleisch, wir essen so viel Wurstprodukte und wir essen auch so viel Fleisch. Nicht mehr spannende Untersuchung, die gezeigt hat, dass das Gänse-Symbol zu mehr Mikroplastik aufschreiben als gesunde und auch im Mobilien. Ich habe so eine Erklärung, dass die Ware, dass die Ernährung der Patienten, die zu sehr auf Datenprobleme sind. Darf ich noch mal fragen, was machen Sie denn jetzt, wenn ich jetzt die Patienten? Dankeschön. Was machen Sie denn jetzt, wenn ein Patient zu Ihnen kommt und im schweren akuten Schub ambulant ist? Was würden Sie ihm als praktischen Ernährungstipp, wenn man jetzt mal von Exklusionsdiät absieht, empfehlen? Also im schweren Schub, habe ich ja vorhin gesagt, ist die Mangelernährung und vor allem der Gewichtsverlust eines der Hauptprobleme. Das heißt, aus diesen Patienten, die kriegen wir uns alle erstmal ein Assessment, also erstmal BMI natürlich, ungewollter Gewichtsverlust. Wir schauen nach Mikronährstoffen, B12, Folsäure, Eisen und würden das auch substituieren. Und was empfehle ich Ihnen dann noch? Ich rechne in der Regel die Kalorienzahl aus, die er am Tag inklusive seines schweren Schubes bräuchte, würde Ihnen dann entsprechend auch eine enterale Zusatzernährung empfehlen. Und die würden Sie auch, die Zusatzernährung würden Sie auch rezeptieren? Ja. Okay, gut. Und jetzt gehen wir mal davon aus, dass er keinen schweren Schub hat, sondern dass er sich so in einer Phase befindet, wo er sagt, naja, wird jetzt schon ein bisschen schlechter, ist noch nicht so ganz schlecht, also ein leichter Schub. Ist das eine Situation, wo man durch Umstellung der Ernährung was erreichen kann? Das ist eine gute Frage, denn die Situation hat man häufig, insbesondere wenn man dann vor der Frage steht, stelle ich jetzt meine Therapie um? Also ich habe einen Patienten, der hat so eine chronische Aktivität, die ist mal besser, mal schlechter, aber hat schon die vierte Linie der Therapie. Da ist eine Ernährungstherapie und insbesondere bei Morbus Crohn auch die Exklusionsdiät sicherlich ein probates Mittel. Aber das wäre auch wieder ein Grund, den Patienten dann zu einer Ernährungsberatung oder eine Ernährungsberatung zukommen zu lassen, dass es unter einer möglichst guten Aufsicht durchgeführt wird. Aber als additives Mittel zu einer chronischen Aktivität, vielleicht komplementär zu einer medikamentösen Therapie, sehe ich es als absolut guten Ansatzpunkt an. Gut. Gibt es Fragen aus dem Auditorium? Dort hinten. Die im Chat hören Sie nicht. Genau. Vielen Dank. Meine Tochter hat selber, oh Gott, kann man ja gut reden. Kann man so gut reden? Hört man das noch? Ja. Meine Tochter hat selbst Zöliakie, hat deswegen glutenfreie Ernährung und hat jetzt auch noch Morbus Crohn diagnostiziert bekommen. Und ich habe so ein bisschen die Vermutung, dass das auch an der glutenfreien Ernährung liegen kann und warum die so ein bisschen so ambivalente Ergebnisse vielleicht geben, weil die glutenfreien Produkte, die man zumindest kaufen kann im Supermarkt, Nudeln und so weiter, wenn man sich mal die Zutatenliste anschaut, ist es genau diese ganzen Sachen, die sie da drin haben, Emulgatoren, Zusatzstoffe, irgendwas anderes. Wir versuchen jetzt mit eigengebackenem Brot zu backen und seitdem geht es auch ein bisschen besser. Vielleicht ist das ein Hinweis, wie Sie solche Studien in Ernährungswesen zu glutenfrei vielleicht ein bisschen mehr anschauen könnten. Das ist ein guter Punkt, dass da viele Produkte sehr hochgradig verarbeitet sind. Für Ihren Fall würde ich aber vorschlagen, dass man nochmal aufarbeitet zwischen Zöliakie und Crohn. Es gibt ja auch bestimmte Formen der Zöliakie, die sich äußern können, wie ein Morbus Crohn. Vielleicht kann man da nochmal schauen, ob das sauber getrennt ist als Hinweis. Aber Sie haben natürlich insgesamt recht, dass da viele Produkte sehr, sehr stark verarbeitet sind. Und ich muss gestehen, man kann sich aber auch glutenfrei ernähren, indem man Dinge selber kocht. Und das wäre das, was ich empfehlen würde, wenn das natürlich umsetzbar ist zu Hause. Nur eine ganz kurze Bemerkung zu oder Erfahrung zu diesem. Glutenfreie Produkte habe ich auch ausprobiert. Sind in der Regel eklig, weil alles Mögliche drin ist. Selber gemacht und nur auf Weizen verzichtet, hat schon geholfen. Danke, das ist jetzt Selbsthilfe pur. Ganz herzlichen Dank. Das ist der Sinn dieses Arzt-Patienten-Seminars, dass sich Betroffene austauschen.
kleinen Dazu gibt es noch eine passende Frage aus dem Chat, die nutze ich vielleicht während des Weges. Es wird diskutiert, dass ja auch viele unserer Medikamente, die wir geben, genau diese Stoffe, die ja eigentlich nicht eingenommen werden sollen, enthalten. Genau, also es gibt ja in vielen Medikamenten so einen Weißmacher. Das sind ja quasi so Titandioxidpräparate, die auch in manchen Medikamenten, die wir für den Morbus Crohn oder Pulsose Rosa einsetzen, enthalten sind. Kann man so diskutieren, so denke ich, dass man immer die Wirkung des Medikaments hat und die gegebenenfalls Nebenwirkungen der Hüllstoffe. Und in meiner Ansicht nach überwiegt hier die Wirkung des Medikaments natürlich, aber dieses Problem löst sich wahrscheinlich 2024, denn da sind alle europäischen Arzneimittelhersteller aufgefordert, das zu eliminieren. Also da ist dann Titandioxid, es gab ja eine Übergangsfrist von 2-3 Jahren, damit man es aus der Produktion rausnimmt, und es wird auf sozusagen stringent von der EU verfolgt, das eben dann in den nächsten Jahren auch zu verbieten. Das ist ein sehr guter Hinweis, sicherlich auch ein Problem, aber vor dem Hintergrund der Wirkung der Medikamente würde ich dann bei einer guten Indikation jetzt nicht deswegen darauf verzichten, aber ich sehe es natürlich auch kritisch und hoffe, dass das Verbot dann kommt und die Präparate dann frei sind von diesen Zusatzstoffen. Sie hatten vorhin bei Colitis ulcerosa vom roten Fleisch gesprochen. Wie wirkt sich das bei Morbus Crohn gesamt aus? Weil ich muss dazu sagen, ich esse seit knapp einem Jahr kein Schweine- und kein Rinderfleisch mehr und habe festgestellt, dass es darmtechnisch ein bisschen besser geht. Also, weil Sie hatten vorhin da nicht im Zuge rotes Fleisch, im Zuge Morbus Crohn was gesagt. Ja, genau. Also haben Sie recht. Es ist ja in der Exkursionsdiät enthalten, die Empfehlung, dass eingangstierische Fette komplett weggelassen werden sollen und dann Protein bezogen wird aus zum Beispiel Putenfleisch, also Helmfleisch. Und das wird ja auch im Verlauf der Diät nicht aufgehoben. Ne? Also ich denke, das stimmt letztlich, dass auch bei Morbus Crohn der Effekt von rotem Fleisch oder von verarbeiteten Wurstprodukten, kann man ja auch mit einbeziehen hier, dass der negativ ist. Aber die Daten sind für die Pulsose Rosa noch deutlich besser. Ich vermute, das liegt daran, dass wir bei Morbus Crohn ja ein relativ breites Erkrankungsspektrum haben, was ja in vielen sozusagen Lokalisationen von Mund bis sozusagen Afterbereich geht. Und ich vermute, deswegen haben wir da keine konkurrenten Ergebnisse. Aber in der Exkursionsdiät ist es, wie Sie es gesagt haben, empfohlen. Gut. Vielen, vielen Dank, Frau Lange, für den schönen Vortrag und die Diskussion. Ich freue mich jetzt, dass Professor Teich, ein langjähriger Weggefährte, nicht nur was die Zusammenarbeit betrifft, sondern auch kollegiale Freundschaft betrifft, dass Professor Teich aus Leipzig jetzt zu uns gekommen ist. Nächstes Mal kommt er mit dem Fahrrad, das ist schneller. Deshalb, lieber Nils, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir werden jetzt zu einem ganz wichtigen Thema kommen und ich freue mich wirklich, dass du nach Jena gekommen bist und deine Erfahrung zu Problemen bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen am Enddarm berichten wirst. Ja. Bitte, Nils. Ja, ganz herzlichen Dank. Also ich habe wirklich überlegt, komme ich mit dem Zug 2,5 Stunden? Ja, dachte ich mir, naja, fährst doch Auto, ja, kannst du länger arbeiten. Ja, aber ich habe jetzt auch 2,5 Stunden gebraucht mit dem Auto und ich bin tatsächlich schon mal mit dem Fahrrad nach Jena gefahren, dann weiter bis nach Weimar. Und da habe ich zwar nun vielleicht ein bisschen mehr Zeit gebraucht, aber es war auf jeden Fall angenehmer zu fahren, weil es einfach mal keinen Spaß macht, Freitagnachmittag auf der Autobahn im Stau zu stehen. Umso mehr freue ich mich, dass ich bei Ihnen bin, mit geringer Verzögerung. Schön, dass Frau Lange so einen interessanten Vortrag gehalten hat und so viele Fragen zur Diskussion kamen. So konnte ich erstmal in Ruhe ankommen und irgendwo durchschnaufen. Und wir wollen jetzt im letzten Teil dieses Arzt-Patienten-Seminars sozusagen über den letzten Teil des Verdauungskanals sprechen, über den Analbereich, wo ja auch viele Patienten, insbesondere mit Morbus Crohn, erhebliche Probleme haben. Und es sind ein paar natürlich auch Fotos dabei, die vielleicht nicht jetzt für jeder Geschmack so ganz einfach zu verkraften sind. Ich werde das ankündigen. Also da gegebenenfalls auch mal kurz die Augen zu machen. Da ist schon mein Doppel. Vielen Dank, dass das mit der Präsentation klappt. Noch nicht besser? Ich kann auch das Handmikro nehmen. Kein Problem. Ich glaube, das wäre die bessere Alternative. Ja, damit man sie auch oben verstehen. Gut, dann nehme ich das Handmikro. Oder nehme ich dafür. So, dass wir es ausmachen, oder? Ja, auch mal aus. Gut, Dankeschön.
So, jetzt müssen wir nur noch das hier zum Laufen bringen. Darf ich mal ganz kurz? Ja. Das Mikro, Frau. So, das Mikro geht. Und jetzt, das ist ja im Zweifel auch gegangen. Du hast es gezeigt. Okay. Ja, danke schön. Also nochmal herzlich willkommen an alle, die den letzten Teil des Arztpatientenseminars gemeinsam mit mir gestalten wollen. Enddarmprobleme bei chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind recht vielfältig. Ja, etwa jeder dritte Patient mit Morbus Crohn hat ein spezifisches anales Problem. Bei der Colitis ulcerosa hingegen ist das keine so eine große Häufung. Da sind die Enddarmprobleme, die man wirklich nachweisen kann, nicht viel anders als in der Normalbevölkerung, in der nicht-CED betroffenen Bevölkerung. Bei Morbus Crohn hingegen sehr vielfältig. Das ist zum einen eine Entzündung der Analhaut. Es sind Hautzipfel, aber es sind vor allen Dingen auch Hautdefekte. Diese Hautdefekte sind oftmals mit Schmerzen verbunden, ja, wie zum Beispiel die Analfissur oder die Analfistel und leider noch viele andere. Nicht häufiger als bei Menschen ohne CED sind hingegen klassische Hämorrhoiden. Viele Patienten denken ja, wenn da hinten was nicht stimmt, ich habe Hämorrhoiden. Aber gerade bei Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen sind es oft andere Erkrankungen, die dort eine Rolle spielen. In der kurzen Zeit, die uns heute für dieses Thema bleibt, kann ich natürlich nur eine kleine Auswahl treffen und insbesondere nicht auf die große Vielfalt eingehen, die es bei Patienten mit Morbus Crohn gibt. Sprechen wir zuerst über Fisteln, weil Fisteln doch ein langwieriges Problem darstellen und für viele Patienten mit Morbus Crohn zahlreiche Operationen erfordern, medikamentöse Therapieumstellungen erfordern, sehr viel Geduld erfordern und auch Hoffnung erfordern, dass irgendwie dieses Problem dann mal verschwindet. Fistel heißt erstmal Pfeife oder Röhre und es ist tatsächlich eine röhrenförmige Verbindung zwischen zwei Hohlorganen oder zwischen einem Hohlraum, wie zum Beispiel dem Rektum, dem letzten Teil des Darmes und der Körperoberfläche. Eine Fistel kann angeboren sein. Das sind jetzt seltener die Analfistel, die entstehen meistens durch krankhafte Prozesse, können aber auch aus medizinischen Gründen künstlich angelegt sein. Da reden wir vor allen Dingen über Fisteln, die im Kopf angelegt werden müssen, um einen zu hohen Hirndruck zu verändern. Das ist eine Fistel, aber es gibt auch Fisteln, die der Ernährung dienen, zum Beispiel Ernährungssonden, die durch die Bauchhaut gelegt werden, liegen dann letzten Endes auch in einer medizinisch angelegten Fistel. Wir sprechen jetzt über die Analfisteln. Und bevor ich Ihnen genauer zeige, wo die Fisteln so sind, möchte ich Sie kurz die Anatomie des Analkanals vorstellen. Das ist das Rektum. Rektum heißt letzten Endes gerade, ja, ein gerades Stück Darm, was vor dem Analkanal den letzten Abschnitt des Dickdarmes bildet und wo die letzte Stuhlformung erfolgt, wo aber auch weiterhin Wasser entzogen wird. Das Rektum hat sehr wichtige Funktionen. Das Rektum kann sich auch sehr stark erweitern und kann eine Menge an Stuhl aufnehmen, sodass der Patient das merkt und in geordneter Geschwindigkeit in Ruhe eine Toilette aufsuchen kann, um sich dann des Stuhlganges zu entledigen. Direkt unterhalb des Rektums, das Rektum hat eine Schleimhautauskleidung und die Schleimhaut tut nicht weh, auch bei Entzündung tut die Schleimhaut nicht weh. Direkt unterhalb liegt der Analkanal und der Analkanal hingegen hat eine sehr empfindliche Haut. Ja, das ist also ein anderes Oberflächengewebe, als wir das im Rektum sehen. Und die Haut des Analkanals ist die am zweitdichtesten mit Nerven versorgte Region des menschlichen Körpers. Nur die Lippen haben eine noch dichtere Innervation, also eine noch dichtere Nervenversorgung als der Analkanal. Ja? Und das ist natürlich entwicklungsgeschichtlich auch wichtig, weil ein funktionierender Analkanal aus vielen Gründen wichtig ist, insbesondere ja auch, um die gesellschaftlich gewünschte Kontrolle über die Ausscheidung zu gewährleisten.
Hinter diesem Schleimhaut-Hautkomplex liegt der Schließmuskel. Der Schließmuskel hat einen inneren Anteil, den können wir nicht beeinflussen. Der ist also immer mit einem gewissen Druck versehen. Und der Schließmuskel hat einen äußeren Anteil. Und diesen äußeren Anteil können wir aktiv bedienen sozusagen. Ja. Also wenn wir Stuhldrang merken und sagen, ich versuche mal da hinten alles zuzukneifen, damit ich eine Toilette aufsuchen kann, kommt es zu einer ringförmigen Kontraktion, also zu einer ringförmigen Muskelaktivität dieses äußeren Schließmuskels. Und diese Vorrede ist wichtig, um zu verstehen, warum diese Fisteln, diese krankhaften Durchbrechungen der Schleimhaut oder auch der Haut zur Haut außerhalb des Afters so gefährlich sind. Denn die gehen durch die Muskulatur. Bei fast allen Patienten und bei fast allen Fisteln, die sich bei Morbus Crohn bilden. Ja? Die können entweder den gesamten Schließmuskel durchdringen oder nur den inneren Anteil. Und das sind die häufigsten. Ja? Die haben also spezielle Namen, die auf der griechischen Bezeichnung dieser Fisteln beruhen. Und es gibt glücklicherweise auch Fisteln, die sozusagen nur außerhalb des Schließmuskels verlaufen, wie diese subanodermale Fistel. Aber die häufigsten Fisteln durchdringen den Schließmuskel und sind dadurch in der Lage, langfristig den Schließmuskel zu beschädigen und damit auch die Kontinenz, also die willentliche Stuhlkontrolle des Patienten zu beeinflussen. Und deswegen ist es wichtig, diese krankhaften Veränderungen zeitig zu erkennen und zeitig zu behandeln. Links im Bild sehen Sie noch ein paar seltenere Fistelverläufe, die bei Morbus Crohn aber auch möglich sind. So zum Beispiel bei diesem 19-jährigen Patienten, der hatte, wie das bei vielen jungen Menschen der Fall ist, gar nicht gleich so eine klare Diagnose. Man wusste, das ist eine chronisch entzündliche Darmerkrankung. Es gab aber Gründe, die dafür sprachen, es ist eher ein Morbus Crohn und andere, die eher von der Colitis ulcerosa sprachen. Er ist Raucher, fühlte sich jetzt plötzlich völlig fertig und hatte einen dumpfen Unterbauchschmerz. So, in solchen Situationen machen wir gerne einen Ultraschall, weil so ein lokalisierter Bauchschmerz auch dem Ultraschall gut zugänglich ist. Und da kann man sehen, dass ein Darmabschnitt im Unterbauch entzündet ist. Das erkennt man an dieser intensiven Durchblutung. Und genau, und da gibt es spezifische Kriterien, die uns sagen, hier liegt eine Entzündung vor. Das ist eine aktive Entzündung des vor dem Rektum liegenden Darmabschnittes mit einer Verengung. Wenn man den Schallkopf nach unten kippt, also noch weiter nach unten in den Patienten reinschaut, sieht man hier dieses große schwarze Loch und das ist eine Alteransammlung. Aufgrund dieser Situation, Patient hat Fieber, hat diesen Abszess, musste er ins Krankenhaus und blieb dort eine ganze Weile. Und das nächste Bild zeigt dann eine Fotografie seiner Analregion. Nach langem Krankenhausaufenthalt, über 2 Wochen war er stationär. Es wurde sonografisch gesteuert, punktiert und die Chirurgen haben versucht, an diesen Abszess ranzukommen. Dieser Patient brauchte neben wiederholter chirurgischer Therapie auch eine intensive medikamentöse Therapie. Das ist sozusagen der zweite wichtige Anteil. Zum einen chirurgische Versorgung. Wenn dort Eiter ist, muss der Eiter raus. Aber auch medikamentöse Therapie. Es ist immer schwierig, da einen guten Ablauf zu finden, der das Problem mit diesen Fisteln langfristig löst. Wir wissen, dass eine Fadendrainage zu einer besseren Situation führt. Viele Patienten kriegen eine Fadendrainage eingesetzt, zeige ich Ihnen gleich ein Bild dazu. Und sehr sinnvoll ist dann auch in einer zweiten Operation, wenn der Eiter sozusagen abgelaufen ist und durch die Fadendrainage gut trainiert ist, die Fistel zu verschließen. Wenn man das alles gleich will, gibt es oft keine günstigen Operationsausgänge. Ja, der Unterschied ist sehr deutlich, dass man also da sich Zeit lassen sollte, um in Ruhe eine Variante zu finden und erstmal eine medikamentöse Therapie umzusetzen und dann zu warten, wie der Patient darauf anspricht.
Ein Jahr kann sehr lang sein, aber wenn die zweite Operation dann im entzündungsfreien Bereich stattfindet, geht es den Patienten deutlich besser, als wenn man das von Anfang an operativ verschließen will, was sich da krankhafterweise geöffnet hat. Darf ich dir mal das nächste Bild? Ja, jetzt kommt das nächste Bild. Wichtig ist, dass erfahrene Chirurgen sich dieser Sache annehmen. Ja? Es gab mal eine Untersuchung aus Schottland, die ich sehr interessant fand, dass erfahrene Chirurgen besser die Fadendrainage reinkriegen, besser die Fistel auffinden und auch besser die Fistel versorgen, als das Berufsanfänger sind. Und in einigen Kliniken spielt die Enddarmchirurgie eine große Rolle, in einigen Kliniken aber auch nicht. Aber es ist aus meiner Sicht sehr wichtig, dass wirklich erfahrene Kollegen den Enddarm operieren. Darf ich um das nächste Bild bitten? Ja, da ist das nächste Bild. Auch die internationalen Leitlinien sagen, dass diese Fadendrainage, die hier schematisch dargestellt ist, die quasi zwischen den Schließmuskeln eingelegt wird und diesen eiternden Kanal trainiert, dass das die Therapie der Wahl ist in Verbindung mit Antibiotika, die zu Beginn der Erkrankung zu einer schnellen Symptomverbesserung beitragen. Bei Patienten, die einen komplizierten Verlauf haben, und das sind leider fast alle Patienten mit Morbus Crohn, muss neben dieser Akuttherapie, Fadendrainage plus Antibiotika, eine medikamentöse Therapie durchgeführt werden. Und teilweise sind auch mehrere Medikamente nötig. Ich bin immer sehr dafür, den Patienten eine intensive Therapie anzubieten und auch über Nebenwirkungen zu sprechen, die aber auch verglichen mit dem natürlichen Verlauf dieses analen Morbus Crohn ein bisschen zu relativieren, weil wenn man hier Zeit verliert, ist das nicht gut für die langfristige Enddarmfunktion. Infliximab wird an erster Stelle genannt in unserer Leitlinie. Es gibt auch viele andere Medikamente, die da geeignet sind. Ich favorisiere und stelle das Ganze zur Diskussion, Azathioprin und Infliximab, sobald ein Enddarmbefall des Morbus Crohn festgestellt wird, denn Zeit ist gleich Schließmuskel. Ja. Es gibt auch den Begriff, Zeit ist gleich Herzmuskel. Ja. Das ist beim Herzinfarkt ganz wichtig, dass sehr wenig Zeit vergeht. Wir reden hier eher über Wochen, Monate, Jahre. Aber wenn man im jungen Erwachsenenalter nicht wirklich intensiv sich des Problems annimmt, gehen die Leute später einfach nicht mehr ins Kino, sondern haben Angst vor Inkontinenzepisoden und bleiben lieber zu Hause. Das nächste Thema, was ich kurz vorstellen möchte, sind Marisken. Marisken sind Hautläppchen. Ja, diese Hautläppchen bestehen bei sehr vielen Menschen. Wir sehen das zum Beispiel, wenn die Patienten zur Vorsorgedarmspiegelung kommen, dass viele Menschen diese Hautläppchen haben. Die entwickeln sich zum Beispiel im Zuge der letzten Monate einer Schwangerschaft oder sind auch Folge einer Entzündung im Enddarmbereich oder auch eines Blutgerinnsels, was sich dort mal gebildet hat. Diese Hautläppchen, Marisken, sind weich oder fest, sind schmerzlos. Sehr häufig, meistens ohne Krankheitswert. Wir raten den Patienten auch selten zur OP, weil eben der Krankheitswert gering ist. Es gibt Patienten, die haben sehr große diese Hautläppchen und das kann dann störend sein bei der Analhygiene. Da kann man dann mal ganz gezielt eins dieser Hautläppchen entfernen. In der englischen Literatur Elefantenohren genannt. Den Begriff kannte ich gar nicht, ist mir jetzt ja aufgefallen in Vorbereitung des Vortrages. Aber ich muss bestätigen, dass da durchaus eine gewisse optische Ähnlichkeit bestehen kann, wobei hier eine sehr große Vielfalt besteht. Bei Patienten mit Morbus Crohn, und rechts im Bild ist eine Patientin mit Morbus Crohn, die mir erlaubt hat, dieses Bild zu zeigen, sieht die Situation anders aus. Ja? Diese Hautläppchen sind gar keine Läppchen, sondern eher so ballonartige, feste Entwicklungen im Enddarmbereich, sehen manchmal etwas bläulich aus. Und der wichtigste Unterschied, der die Patienten auch stark belastet, tut weh. Ja? Wenn man hier eine Gewebeprobe entnimmt oder diese Dinge entfernt, sieht man Entzündungen, die den Morbus Crohn darstellen. Ja, das ist also aktiver Morbus Crohn, ja, anders als hier bloß Haut- und Bindegewebe. Und
sollte nach Möglichkeit nur bei hohem Leidensdruck entfernt werden. Es gibt Patienten, die haben sehr große dieser entzündlichen Marisken, die können da gar nicht mehr richtig sitzen. Dann wird man das natürlich schon operativ angehen. Es heilt aber sehr schlecht. Und deswegen ist hier ganz wichtig zu überlegen, ob man nicht eine systemische Therapie macht oder auch spezielle, sehr stark entzündungshemmende Salben aufträgt, um diese sehr lästigen und vor allen Dingen schmerzhaften Dinge operativ anzugehen. Wir waren gerade bei den Elefantenohren. Ja, es gibt auch ein Buch, das heißt so, ja, und da geht es um den Elefanten, der hat entgegen seines Willens nun auch so rote Ohren und keine grauen und leidet ein bisschen darunter, dass es nun bei ihm anders ist als bei den anderen. Und ich kann nur bestätigen, dass viele Patienten mit diesem Analbefall des Morbus Crohn auch sehr stark leiden und sagen, hätte ich das doch alles mal nicht gekriegt. Ja, aber man kann sich nicht aussuchen. Kommen wir zu einer weiteren häufigen Problematik, zur Mykose. Eine Mykose ist ein Pilzbefall, ja, findet sich bei vielen Menschen, ja, aber häufig vor allen Dingen auch bei Patienten mit immunsuppressiver Therapie, das heißt bei Patienten, die ein Medikament nehmen müssen, um das Immunsystem auf einen Normalbereich zurückzufahren. Ja. Und das sind zum Beispiel genau in der Mitte liegend diese offenen Stellen, die nässen, jucken, brennen, ja, und bei der Darmreinigung auch schmerzhaft sind, lässt sich recht gut erkennen, gerade diese randliche Schuppung, und lässt sich im Allgemeinen mit einer Clotrimazol-Creme 2%, 1% im Fußpilz, 2% für Pilzbefall im Analbereich und Genitalbereich ganz gut behandeln. Ja, optimale Reinigung werde ich oft gefragt. Da sagen die Patienten, ich nehme nun schon 3-mal, 4-mal Feuchttücher nach jedem Stuhlgang. Das ist gar nicht so sehr gut. Ja, wird zwar immer stark beworben, ja, gibt sogar extra Punkte dafür. Und das ist ein etwas älteres Bild, als mein Sohn noch im Kindergarten war. Ja, wir brauchen dringend neue Feuchttücher. Ich rate eher davon ab. Ich empfehle klares Wasser, entweder aus dem Brausekopf oder auch mit solchen Dingen. Da gibt es verschiedene Anbieter mittlerweile, die quasi so eine Po-Dusche zum Mitnehmen produzieren. Das ist durchaus zu empfehlen, weil klares Wasser der entzündeten und empfindlichen Analhaut besser tut als Camille, Aloe Vera oder was sonst alles so drin ist. Und ein zweiter wichtiger Punkt ist Beckenbodengymnastik. Ich hatte Ihnen vorgestellt, dass gerade beim Morbus Crohn des Enddarms der Schließmuskel in Gefahr ist. Und man kann da auch schon prophylaktisch eine ganze Menge tun. Ich empfehle immer den Patienten, wann immer sie Zeit haben, sich vorzustellen, sie sitzen auf Toilette, lassen gerade Wasser und möchten den Wasserstrahl anhalten. Ja, sie sitzen ja nun auch alle, ich stehe. Was machen Sie denn da? Ja, es geht, das ist wirklich der Schließmuskel, ja, um den es geht. Das ist ein achtartig geformter Schließmuskel, der um Anus und um Harnröhre geht. Der wird angespannt, wenn man sich vorstellt, ich lasse Wasser und will den Wasserstrahl anhalten. Denn sehr viele Patienten verstehen unter Beckenbodengymnastik hier hinten den großen Muskel, der zum Bein geht, der hat mit Schließmuskel nichts zu tun. Zusammenfassend muss man recht schnell sein. Man muss diese analen und auch Beckensymptome, wie bei dem jungen Mann, ernst nehmen. Insbesondere bei Patienten mit Morbus Crohn. Ja. Ernst nehmen heißt auch, die Patienten mal sich anschauen. Ja, da war ich mal auf der Suche nach einem Zeltplatz, wo ich mit meinem Sohn mal am Wochenende hinfahren wollte, kriegte ich eine E-Mail, Beule am After. Ja, so. Beule sah so aus, ja, blaue Veränderung. Das war zum Glück nichts Schlimmes. Das ist eine Analvenenthrombose, gibt es bei Morbus Crohn auch mal. Haben wir uns aber am nächsten Tag angeguckt, ja, um einfach wirklich zu erkennen, dass hier keine Eiteransammlung ist, die vielleicht schnell operiert werden muss. Anschauen, untersuchen mit dem Finger, eventuell Ultraschall oder auch Ultraschall von innen. Ganz wichtig sind unsere chirurgischen Partner, mit denen wir da jahrelang zusammenarbeiten, am besten immer wieder dieselben Chirurgen, da versteht man sich am besten. Und wir Internisten müssen überlegen, welche medikamentöse Therapie wir den Patienten geben. Auch wenn es nur um wenige Zentimeter geht, ist es wichtig, diese wichtige Körperregion intensiv zu behandeln. Denn
Anale Symptome bedeuten für Patienten mit CED oft eine schwerwiegende Beeinträchtigung der Lebensqualität. Und wir müssen hier vor allen Dingen schnell und möglichst natürlich auch empathisch handeln, auch wenn wir keine Zeit immer so viel haben. Und ich danke Ihnen heute Abend herzlich für Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, lieber Nils, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich freue mich immer über deine Vorträge. Zum einen, weil ich etwas lerne und zum anderen, weil du die Dinge auf den Punkt bringst und jeder etwas mitnehmen kann. Ich kann verstehen, dass das jetzt ein Thema ist, wo jetzt nicht einer aufsteht und sagt, ich hätte mal eine Frage. Aber vielleicht hat ja einer eine Frage. Ja, ist natürlich völlig tabu besetzt, ne? Und deswegen, ich glaube, ich habe Hämorrhoiden, ist ja manchmal auch so eine Schutzbehauptung, wird schon nichts weiter sein, da müssen wir jetzt nicht weiter nachschauen. Aber man muss den Patienten das erklären, dass man da schon mal gucken sollte, ja, weil vergangene Zeit ist wirklich Schließmuskel in Gefahr. Das sieht man immer wieder, dass da durch Verzögerung der Diagnostik einfach Probleme entstehen, die bei sofortiger chirurgischer und internistischer Therapie vielleicht dann gar nicht so entstanden werden. Deswegen also, nur Mut, will ich sagen. Ja. Im Grunde genommen ist so ein Schließmuskel ja nichts anderes als so ein Gummiband von so einem Wegglas. Und eine Fistel ist, wie wenn Sie mit einer Nagelschere hingehen und jetzt in dieses Gummiband so Schnitte reinmachen. Und je mehr Schnitte drin sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass das Ding reißt. Und wenn der Schließmuskel dann mal durchtrennt ist, dann ist Holland in Not. Gibt es da Strategien, chirurgische Strategien, die du empfehlen kannst? Ja. Also das ist jetzt ja wirklich nur so Wissen, was ich von anderen Kollegen habe. Da gibt es natürlich schon ganz gute Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit der Schließmuskelnaht. Man kann also ganz direkt einen Schließmuskel, der durch eine Fistel oder auch einen eiterhaltigen Abszess beschädigt wurde, wieder zunähen. Ja? Und man kann sich aus anderen Körperregionen Muskeln heranholen. Ja? Das ist vor allen Dingen ein Muskel, der hier am Oberschenkel lang geht, ein ganz zarter Muskel, der heißt Musculus gracilis. Ja? Gracilis heißt schlank. So sieht der Muskel auch aus. Und der wird quasi vom Knie abgetrennt und wird dann um den Schließmuskel herumgelegt. Ja. Das ist eine OP, die leider häufig auch schief geht und dann ist der Muskel hier unten ja auch nicht mehr da. Aber ich kenne mehrere Patientinnen, insbesondere auch mit Fisteln, die in den Genitalbereich gingen, die von dieser Operation profitiert haben. Ja. Man muss sich da in Ruhe beraten und braucht auch einen Chirurgen oder eine Chirurgin, zu der man Vertrauen hat. Ja. Und man darf dann auch mal fragen, wie oft haben sie das schon operiert? Ja. Genauso wie wir die Zeit nutzen müssen, müssen wir auch die Ressourcen nutzen. Ja? Dort ist eben nicht viel da, dort ist wenig Bindegewebe, dort ist wenig Muskulatur. Das muss gut überlegt sein und in sicherer Hand, in erfahrener Hand sind da sehr gute operative Ergebnisse zu sehen. Also das würde ich unterstreichen. Die Antwort sehr oft reicht nicht, sondern es sollten wirklich Chirurgen sein, die sich auf Enddarmchirurgie spezialisiert haben. Frau Rüttel überblickt den Chat und im Chat gibt es eine Frage. Kann man eine Antwort dazu geben, wenn jetzt so ein Patient wie der mit dem Abszess operiert ist, hat da eine Fadendrainage drin, wird therapiert, wann kann er denn die Fadendrainage vielleicht wieder verlieren? Ja, der kann die ziemlich schnell verlieren, wenn sie einfach nicht so richtig zusammengeknotet ist, ja, oder wenn der Knoten einfach nicht hält oder reißt, ja. Das kann schnell gehen. Wir plädieren immer dafür, wenn das gut funktioniert, wenn also der Patient über diese Fadendrainage diese überschüssige Flüssigkeit los wird und auch der Eiter, der in dem Fistelbereich sich aufhält, wenn der dort gut abläuft, dann kann man die lange liegen lassen. Ja, also ich rate selten dazu, die jetzt durchzuschneiden und rauszuziehen, weil es dann nicht selten zu einem Rückfall dieser Fistel und auch der Eiteransammlung kommt. Es ist aber auch oft ein sinnvolles Konzept, diese Fadendrainage mal 6 Monate, 12 Monate liegen zu lassen und dann ganz gezielt diesen Kanal, wo die Fadendrainage drin liegt, also die ehemalige Fistel, operativ zu verschließen. Ja, da ist so eine
vorher Fadendrainage ein sehr, sehr guter erster Schritt, um ein gutes OP-Ergebnis zu erreichen. Das heißt, so eine Fadendrainage kann 6-12 Monate liegen bleiben? Ja, ich würde sogar sagen Jahre. Ich habe, glaube ich, auch ein paar Patienten, wo die 4-5 Jahre schon liegt und die sagen, ich will gar nicht wieder ohne. Ja, Frau Lange. Ich habe auch eine Frage, und zwar genau die Frage nach der operativen Fistelresektion. Die wird mir ja häufig gestellt. Und ich persönlich bin ja eher zurückhaltend, das zu empfehlen, weil ich ja eben nicht möchte, dass ein zweiter, sage ich mal, Impact auf den Schließmuskel kommt. Wie sehen Sie das? Ja, das ist eine wichtige Ergänzung. Ja. Jeder chirurgische Eingriff am Schließmuskel wird zu einem weiteren Schaden führen. Ja, der Kollege hat ein Messer in der Hand, ja, und man kann mit einem Messer in der Hand nicht mehr Muskulatur erzeugen, als vorher da war. Ja. Und deswegen müssen das, wie das Professor Stallmach auch ansprach, erfahrene Leute sein. Es gibt Chirurgen, die ihr Leben lang nichts anderes operieren als Enddarmprobleme. Und das können sehr geeignete Kollegen sein, ja. Und man muss mit denen gut sprechen können. Ja, wir Internisten und diese Chirurgen müssen eine Sprache sprechen. Wir müssen uns unsere Befunde glauben können und dann über Jahre gemeinsam Patienten behandeln. Aber es ist tatsächlich so, dass diese Fisteloperationen bei Morbus Crohn häufiger schiefgehen als bei Patienten, die keine chronisch entzündliche Darmerkrankung haben, weil wir eben immer damit rechnen müssen, dass wir auch durch den operativen Eingriff die Entzündung im Enddarmbereich wieder aufflammen lassen und der Morbus Crohn dann direkt nach der Operation dort wieder aktiv wird. Deswegen ist man auch davon weggekommen zu sagen, operieren ohne Medikamente, sondern wir wollen gerade mit einer stabilen medikamentösen Therapie in den Operationssaal die Patienten bringen. Die medikamentöse Therapie darf alleine nicht Cortison ist gleich Prednisolon heißen, denn dann sehen wir vor allen Dingen auch bei Enddarmoperationen besonders schlechte Ergebnisse. Ja, also die hier genannten Medikamente, Azathioprin, Infliximab und so weiter, schützen die Patienten vor einem ungewünschten Operationsausgang. Prednisolon in höherer Dosis schaden den Patienten da eher. Ich hatte vorhin bei der Präsentation bei Morbus Crohn irgendwas von Proktitis gelesen oder was da stand. Was verstehe ich darunter? Das Proktum ist letzten Endes so dasselbe wie das Rektum. Das sind die letzten Zentimeter des Darmes. Und die können sich bei Morbus Crohn auch relevant entzünden. Bei der Colitis ulcerosa ist dieser Darmanteil ja nahezu immer entzündet. Es gibt ganz wenige Patienten, wo die letzten Zentimeter nicht entzündet sind mit Colitis ulcerosa. Fast alle haben dort eine Entzündung. Bei Morbus Crohn sind es vergleichsweise wenige. Wenn aber bei Morbus Crohn eine Entzündung im Enddarmbereich besteht, ist die oft besonders schwerwiegend und besonders tiefgreifend. Ja? Morbus Crohn akzeptiert nicht die Grenze der Schleimhaut. Morbus Crohn bohrt sich, auf Deutsch gesagt, in die Tiefe, teils aus den Patienten wieder raus. Dann steht dann eine Fistel nach außen. Oder was eigentlich noch gefährlicher ist, wenn kein Anschluss nach außen besteht, sondern wenn sich der Morbus Crohn nur in das den Enddarm umgebende Fettgewebe reinbohrt, und dann dort Bakterien durchwandern dürfen. Ja, Bakterien warten nur darauf, dass solche Möglichkeiten bestehen. Die werden durch die Darmbarriere eigentlich im Darminneren gehalten. Wenn aber so eine Verletzung aufgrund dieser Darmentzündung besteht, verlassen die, ich will nicht sagen gerne, das machen die eben, ja, verlassen die den Darm und richten dort Unheil an. Jetzt wissen Sie auch, warum ich Turnschuhe anhabe. Ich habe nochmal zwei Fragen. Einmal, ob es auch sein kann unter einer Fadendrainage, dass sich das verschlechtert und da zu einem Abszess kommen kann. Und die zweite Frage ist auch noch, ob Sie Pflegehinweise für eine Drainage oder so geben könnten, wie man jetzt das Eiter auffangen kann oder beim Duschen oder irgendwelche Cremes oder sowas. Weil das,
Ja, also die Fadendrainage werden sehr unterschiedlich wahrgenommen von den Patienten. Ja. Man muss dann einfach mal gucken, wie liegt die dort. Ja. Sehr, sehr dünne Fäden sind ungünstig, ja, weil sehr dünne Fäden oft so ein bisschen einen einschneidenden Charakter in die Schleimhaut bieten. Am besten sind aus meiner Sicht die Gummi-Loop-Drainagen. Ja. Das sind so kreisrunde, wie so ein Stromkabel, auch von außen so Plastik umhüllt oder sie bestehen nur aus Plastik. Das ist sozusagen elastischer Kautschuk oder auch andere Materialien, die da genommen werden können. Und der Knoten sollte nicht so weit vom Anus weg sein. Also wenn die Drainage sehr, sehr locker ist und da mal rein, mal rausrutscht, dann bleibt die schneller mal an der Unterwäsche hängen. Und das ist für die Patienten unangenehm. Die sollte also auf einem elastischen Zug sein. Ich sage immer, wenn der kleine Finger noch drunter passt, ist es ideal. Damit kommen die meisten Patienten am besten klar. Also lieber Gummiloop als Faden, als chirurgischer Faden und nicht so lang, aber auch nicht so kurz. Ja, es gibt auch Patienten, da ist das so zugeknotet, als wollte man nach einer Gallenblasenoperation den Zugang verschließen. Das tut dann auch weh. Ja. Also die sollten locker liegen, ja, sollten beweglich sein, ja, und dann kann da der Eiter auch entspannt abfließen, solange er abfließt. Ja. Wenn das dann alles gut ist, ist klares Wasser optimal. Ja. Sitzbäder werden in den ersten Wochen, dass so eine Fadendrainage besteht, oft ganz gern angewandt von den Patienten. Da gibt es verschiedene Gerbstoffe. Ja. Ich sage jetzt mal Tannosyn zum Beispiel wird gern genommen, ja, oder Camelan, was vielleicht auch einige von Ihnen kennen. Das kann man machen, das entkrampft die Situation und fördert auch die Reinigung von austretenden Sekreten oder auch Eiter. Aber auf Dauer machen das dann die wenigsten, hat man dann irgendwann keine Zeit mehr, macht was anderes. Ja? Und dann ist es wichtig, dort nicht so viel Chemie dran zu lassen. Das Optimale ist beim Duschen einmal, zweimal täglich den Brausekopf da hinten richtig drauf zu halten. Und dann kann man reine Vaseline auftragen. Ja, reine Vaseline ist ja so eine Basissalbe. Viele andere wirkstoffhaltiger Salben kann man machen. Ja. Und gut trocknen, Einlagen tragen auch einige Menschen, weil es ihnen angenehm ist. Ja, ganz normale Slip-Einlagen, da gibt es sehr große Vielfalt. Aber jetzt so eine spezielle Creme, ja, sei es nun auch Aloe Vera, das kann jucken, ja. Camilla hat da hinten auch nichts zu suchen. Ja. Letzten Endes ist klares Wasser, wenig Chemie aus meiner Sicht das Beste. Aber es mag natürlich auch Patienten geben, die sagen, ich mache dies und jenes. Ja. Hauptsache, man ist irgendwie damit zufrieden. Das mit den Fisteln interessiert viele auch im Chat. Das mit der Chirurgie ist ja nicht ganz einfach. Gäbe es denn noch Möglichkeiten? Ich habe leider nicht verstanden. Fistelbehandlung. Ja. Wenn jetzt Entzündung ausgeheilt ist, Fadendrainage ist fertig, man will es jetzt verschließen, man will vielleicht wegen Zwinkterschaden doch nicht zum Messer greifen. Gäbe es denn sonst noch Optionen? Hier wird nach Laser gefragt, da gibt es doch auch die Stammzelltherapie. Ja. Was gibt es da für Optionen? Ja, also die Stammzelltherapie ist jetzt seit wenigen Jahren zugelassen und ist aber letzten Endes nur zugelassen, wenn sich wirklich eine neue Fistel bildet und erfordert letzten Endes auch einen enddarmchirurgischen Eingriff durch einen erfahrenen Enddarmchirurgen. Also ohne OP-Saal geht auch das nicht. Es gibt durchaus Patienten, die im Laufe der Zeit, irgendwann löst sich mal diese Fadendrainage. Da sagt man dann immer, warten wir mal ab, was passiert. Ja, wenn es weiter gut geht, dann bleibt es eben so. Die Fistel kann sich dann auch spontan verschließen. Ja, kann. Aber oft ist es so, dass man die dann einfach nicht mehr als Problem wahrnimmt. Die ist also so eng, diese Verbindung von innen nach außen, dass man das nicht mehr merkt. Was merkt man davon? Man merkt, dass da Luft abgeht, ja, oder Stuhl abgeht. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann kann man auch eine Fistel nicht operieren lassen. Ja. Und da habe ich durchaus eine Reihe an Patienten, die da seit Jahren zufrieden sind, wo man sagt, naja, wenn nichts passiert, da lässt man, wie es ist. Aber es ist dann auch nicht selten, dass sich genau an der Stelle eine erneute Entzündung bildet. Das kann man aber auch Patienten nicht versprechen, dass genau das nicht passiert, wenn die sich dort ordnungsgemäß operieren lassen. Ja, also die individuellen Verläufe sind sehr, sehr vielfältig. Und es gibt eben viele Patienten, die sagen, ich will das möglichst alles weghaben. Andere sagen, ich akzeptiere eine ganze Menge, aber ich möchte so selten wie möglich in den Operationssaal. Und das ist dann auch zu akzeptieren. Was aus meiner Sicht schlecht ist, ist so ein wirklich chronisch aktiver, entzündlicher Verlauf, weil dann eben über die Monate und Jahre immer mehr Schließmuskel und auch Schleimhaut kaputt geht.
Gut. Ich glaube, gerade diese Enddarmprobleme bedürfen einer hohen Fachkompetenz, sowohl internistisch wie auch chirurgisch. Das ist sehr gut deutlich geworden. Ganz, ganz herzlichen Dank nochmal für deinen Vortrag. Warst du jetzt mit dem Auto oder mit dem Fahrrad da? Auf alle Fälle erst, wenn du zu Hause bist. Ja, sehr gerne. Vielen Dank. So, meine Damen und Herren, ganz, ganz herzlichen Dank. Wir sind am Ende. Ich möchte insbesondere den Referenten danken. Frau Gotzitze, vielleicht kommen Sie noch kurz nach vorne. Ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen für die Organisation bedanken und würde Sie bitten zu bedenken, dass gerade diese Fragen, wo finde ich einen guten Gastroenterologen, wo finde ich einen erfahrenen Enddarmchirurgen, dass da die DCCV als Ansprechpartner, als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung steht. Ich hoffe, dass wir mit unserem Programm einige von Ihren Fragen haben beantworten können, dass wir vielleicht auch den ein oder anderen Denkanstoß geben können, und bedanke mich bei Ihnen, die hier im Hörsaal waren, bedanke mich natürlich auch bei allen Leuten, die uns virtuell verfolgt haben. Insgesamt hatten wir mehr als 150 Teilnehmer. Ich glaube, das ist ein schöner Erfolg, auf den wir alle stolz sein können. Ich wünsche Ihnen einen schönen Freitagabend, ein schönes Wochenende, und das Schlusswort hat Frau Gotzitze. Ja, vielen Dank, dass wir das nach Corona so erfolgreich wieder aufleben lassen konnten. Schade, dass Professor Kontorek nicht dabei sein konnte, wie ursprünglich geplant. Aber ich glaube, das holen wir nächstes Jahr in Saalfeld nach. Ich hoffe auch, dass wir Sie so zahlreich wiedersehen werden. Wünsche Ihnen eine gute Heimreise und ein schönes Wochenende. Zu den Link zum YouTube-Video, damit auch den Facebook-Kanal verwenden wollen. Sehr gut. Also, sobald sobald es am Ball kommt. Wir können noch einen Abschluss einsetzen. Hier, Frau Eisner, läuft, wenn man das Haus oder